Hallo, willkommen zu Yes Crafted. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Einteiler dieser Woche. Wir spielen Home Sweet Home. Es ist ein wirklich krasses, verdammt gutes Horror-Game, was vor, ich meine, zwei oder drei Wochen rauskommen ist. Und ich dachte mir, ey, das geht circa zwei oder drei Stunden. Das ist doch was Schönes für einen Einteiler. Wir spielen es einfach in einem Stück durch und werden uns unglaublich fucking gruseln. Das wird schön. Okay, kurz die Option, mal alles live hier zusammen machen und die komplette Erfahrung miteinander erleben. Okay, ich habe das Spiel mal auf Deutsch gestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine smarte Idee war. Ich glaube, das Spiel ist eigentlich aus Taiwan, glaube ich. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Ich glaube, das war das. Vor einem halben Jahr oder einem Jahr kam dann so ja mal die Demo raus. Und die war sehr, sehr, sehr gruselig. Und ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe das Gefühl, das hier wird ein Spiel, worauf ich mich wirklich verdammt hart in die Hose kacken, pinkeln werde. Und starten wir einfach mal. Wir werden uns heute richtig gruseln. Heute werden wir uns sowas von heftig fucking weggruseln. Das wird. Babe, okay. Wake up. Ich lasse erstmal auf Deutsch. Ich hoffe, die Übersetzung ist gut. It's late, huh? Mm. You have to wake up. Okay. Getting up. Jane? Ich habe absolut keine Ahnung, worum es in der Story geht oder so. Ich gehe komplett jungfräulich rein. Last night was way too much. Where the hell am I? Okay, ich muss den Weg zurück nach Hause finden. Alles klar. Das Spiel läuft unglaublich flüssig. Das ist richtig angenehm. What the fuck? Warum bin ich hier eingesperrt? Ich guck mich erstmal hier ein bisschen um. Ich hatte gerade eine Taschenlampe, vielleicht kann ich hier drinnen noch irgendwas machen. Okay, keine Ahnung, was das ist. Die Uhr bewegt sich hier nicht, meine ich. Es ist Viertel nach zwölf. Das ist, keine Ahnung, irgendwelche Filme, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob es die in echt gibt. Wahrscheinlich nicht. Ein Notebook haben wir. Oh. Das holen wir aber schnell raus. Ich bin den Weg zurück nach Hause finden. Kann ich da oben irgendwas? Verwendbare Elemente, sammelbare Elemente. Janes Tagebuch. Okay, ich habe das Gefühl, es ist ein sehr gutes Spiel. Darauf werde ich mich freuen. Kann ich meinen Taschenlampe benutzen? Wie benutze ich den? Kann ich vielleicht. Nee, verwendbar ist es nicht. Alles klar. Wahrscheinlich gerade. Nee. Ach, jetzt geht's. Okay. Ich hoffe, ich brauche dafür keine Batterien oder so. Das wäre sehr nervig. Hallo? Ist hier jemand? Hat eben was gehört. Hier war da irgendwo jemand, oder? Nein. Okay. Das ist hinter der Tür anscheinend. Das ist sehr schöne Musik. Ich würde auch sehr gerne leben. Ich habe ein bisschen Angst vor den Jumpscares. Ich habe das Gefühl, die werden sehr gruselig. Zimmerschlüssel. Einzoomen. 7640, okay. Kann ich einfach nehmen? Achso, okay. Erklärung. Ah, ein Universitätsstudent berichtet fehlend. Okay, ich habe das Gefühl, ich soll es vielleicht nicht auf Deutsch machen, oder? Eine Studentin aus einer der berühmtesten Universitäten in Bangkok ist als vermisst gemeldet. Sie ist mehr als zwei Tage mysteriöserweise verschwunden. Zeugen darüber informierten, dass sie nach einem schweren Magenschmerz nach Hause gegangen ist. Okay, es ist nicht super perfekt. Ich habe das Gefühl, ich soll es auf Englisch halten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich es? Fliegt komplett raus. Okay, das ist besser. Es ist auf jeden Fall besser als das Deutsche. Das ist übrigens von 1996. Kann ich die Rückseite auch lesen? Ne, kann ich nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall drehen. Wenn ich jetzt was auch immer lesen könnte, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Okay. Shut the fuck up. Wir sind genau da, wo wir eben waren. Nur auf Englisch. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung, das komplette Interface und alles im Spiel ist sehr smooth und sehr geil. Also, das Gameplay und die Spielerfahrung im Spiel ist wirklich gut. Okay. Oh! Hey. Hey, you. Finde das Mädchen, um nach einem Ausgang zu fragen. Schon eigentlich finde ein Mädchen nach. Okay, die englische Übersetzung ist auch nicht ganz perfekt, aber wahrscheinlich besser als die deutsche. Kann ich nicht rein? Okay. What the fuck ist da unten? Warum leuchtet das so rot? Oh! Fuck! Okay, das war ein guter Jumpscare-Sound. Das war ein guter Jumpscare-Sound. Was? War das über mir? Ich glaube, es war über... Ah, ne, es war hier unten. Okay. Was ist da gerade runtergefallen? Ich kann nicht sagen, was drin ist. Okay, willst du vielleicht reingucken? Dann wüsstest du es. Ich meine, du musst doch nicht unbedingt eine Mülltüte aufmachen, das ist nicht unbedingt das
Allerwichtigste. Hallo? Okay, das Mädchen ist da um die Ecke gegangen. Alter, die Atmosphäre ist leider echt gut, Mann. Hallo? Wo ist sie hingegangen? Gute Frage. Ich weiß nicht, das Spiel fängt auch schon sehr schnell sehr gruselig an. Oh! Oh, wow, wow, wow! Oh, wow, okay, what the fuck? Hallo? Oh, offensichtlich hier lang. Fuck, es ist gruselig. Okay. Ich traue der Scheiße absolut gar nicht. There you are. Yes. What the fuck? Okay, ich muss wegrennen, oder? Ja, ich muss definitiv so aus dem Wegrennen. Alles klar, gut. What the fuck, geil. Oh, what? No, 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 du Arschloch! Oh, Jesus, war's knapp. Tschüss. Okay, die kann durch Wände laufen. Das ist normal. Absolut normal. Okay. Gefahr, muss hier weggehen. Heißt das, sie ist jetzt permanent hier in der Nähe? Oder? Das weiß ich ja nicht genau. Ob ich jetzt einfach sagen wollte, dass es ein gefährliches Gebiet ist. Ich hab keine Ahnung, Mann. Okay, auf jeden Fall sollte ich hier weggehen. Oh no. Was aber das gerade war. Ich habe eher da hinten hingeguckt. Okay, ich habe das Gefühl, die ist noch in der Umgebung. Ich muss hier aufpassen. Okay. Mann. Was? 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 Oh no! Oh no! Hier durch? Okay. Mach schneller! Renn! Ich hab ein bisschen Angst, dass es direkt hinter mir ist. Deswegen beeile ich mich gerade ein bisschen. Wo bin ich? Ja, was ist das für ein Gebiet? Das sieht total seltsam aus. Wer wohnt denn hier? Das ist irgendwie... okay. Wow. Nicht schlecht. Du Arschlochspiel. Nicht schlecht. Nicht fucking schlecht. Kann mich hier verstecken im Notfall? Nein. Well. Okay, hier kann ich mich verstecken. Merke ich mir. Ich lasse die Tür mal offen, damit ich genau weiß, wo ich rein muss. Hier gibt's nichts, okay. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich da rein? Nein. Hallo? Wo muss ich jetzt lang? Hier wahrscheinlich, ne? Ah, okay, da kann ich drumherum. Ich merke mir trotzdem, dass da das Versteck war. Hier war das doch, oder? Okay, ich gehe mal stark davon aus, ich muss vielleicht wieder hin zurückrennen, deswegen schön alles offen halten. Okay. Okay. Hier geht's rein. Kann ich das wegschieben? Nein. Puh, ich bin schon ziemlich angespannt. Es wird eine Erfahrung, schätze ich.
Was? Was? Irgendwas finden, um die kaputt zu machen. Ich habe aber nichts. Wo soll ich denn? Ist irgendwo ein Werkzeug? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Warte, die ist doch von da gerade gekommen, oder? Okay. Geil. Ist irgendwas? Jetzt durch. Alles klar. Oh no. Kotzt die Schlüssel aus? Wer ist das überhaupt? Warum? Wie auch immer die mich übrigens nicht gesehen hat, aber hey. Ist hier irgendwas oder so? Okay. Okay. Das ist alles sehr unangenehm. Ich frage mich, ob ich überhaupt nochmal eine Pause hier bekomme oder sowas, oder ob es einfach die ganze Zeit so gruselig bleibt. Weil mir fehlt hier im Spiegel irgendwie voll so die... Oh Gott, die angenehme Anfangsphase. Die es normalerweise immer bei Horrorgames gibt, wo es am Anfang einfach nichts passiert. Aber jetzt einfach von Anfang an... Asi Action. Ich meine, ja, okay, macht Sinn. Die wollen halt einfach von Anfang an alle Leute fesseln, aber. Es wird ja voll anstrengend, wenn es 3 Stunden so durchgeht. Oh, fuck you. Oh, nee. Hallo? Oh, Jesus. Warum bist du denn hier unten? Spiel lag gerade ein bisschen. Wahrscheinlich lädt es gerade ein Gebiet. Okay. Ist deine Puppe verloren? Wenn ich dir sage, wo die ist, lässt mich dann in Ruhe. Ich glaube, ich habe die gesehen. Was ist mit den Dingen hier überall, Mann? Kann ich die wie einsammeln oder so? Nee, die sind einfach nur in der Ecke. Vielleicht sind die auf einem Speicherpunkt oder sowas. Ich habe die vorhin schon mal gesehen an einer Stelle. Irgendwie verfolge ich die ja so ein bisschen. Ist hier was zum Einsammeln anschauen? Nein. Strange looking dolls. Wo habe ich die mitgenommen? Okay. Es geht um einen Zauber, der dafür sorgt, dass Leute sich sofort verlieben. Okay, wichtiger Bestandteil davon sind die beiden Puppen, die wir gerade gefunden haben. Es sind eine männliche und eine weibliche Puppe, die sich umarmen. Okay. Hier ist der Guide, wie man diesen Zauber machen kann. Man muss 2 Puppen aus der Erde von einem Friedhof zusammenbauen und dann etwas, was unserem Ziel gehört, und in die muss man in die eine Puppe reinstecken. Es können Nägel oder Haare sein. Da muss man die bei... Okay, holy Scheiße, das ist fucking krank. Okay, nur sehr schlaue Hexer können diesen Zauber durchführen. Es kann nicht von Anfang an gemacht werden. Okay, sobald es durchgeführt wurde, muss man die beiden Puppen unter das Kissen des Ziels legen. Also, liebst du irgendwen? Okay, da kann ich nicht. Oh. Sagt ihr was mit Together? Nein, 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 nein. I miss you so much.
vermisst irgendwen. Was soll das? Okay. Das heißt immer, die ist von da gekommen. Was war das gerade? Achso, weil du durchgelaufen bist. What the fuck war das? Okay, ich trau der Scheiß hier nicht, Mann. Ja, das ist keine gute Idee. Warum kann ich das nicht drücken? Ich hab das Gefühl, das muss ich gleich drücken. Ich will den Knopf hier nicht drücken. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist. Ich muss aber, oder? Okay. Ich muss eine neue Sicherung finden. Okay. Ich habe schon gedacht, das Versteck ist hier nicht ohne Grund. Mach dir vielleicht die Tür da jetzt auf. Du hast doch einen Schlüssel in der Hand, mit dem kannst du vielleicht die Tür aufmachen und dann können wir beide rausgehen. Das wäre doch schön, oder? Was sollten wir tun? Geh bitte nicht direkt hier hin. Ah, das war dumm. Ich würde kurz testen, ob das geht. Ja, es geht. Den Fehler werde ich nicht noch einmal machen. Keine Sorge, Freunde. Okay, das war dumm. Gehst du bitte? Oh Gott. Also anscheinend mache ich automatisch meine Taschenlampe aus, wenn ich da in so ein Ding reingehe, oder? Die macht übrigens die Türen auf, ohne die zu berühren. Die gehen einfach vor ihr auf. Weil da heißt ja jetzt, ich muss hinterher laufen. Mit rechter Maus gedrückt halten, kann ich langsam wo drüber und vorbei gucken. Das ist geil. Das ist wirklich gut gemacht. Oh no. Oh. Das war gerade sauknapp. Bitte komm nicht in meine Richtung. Oh mein Gott. Kann ich auch nach unten gehen oder hilft das nicht? Oh no. Wo? Was? Wo? Ah, hier lang. Okay, ich habe gerade gefragt, wo ich... Oh Gott, no. No, no, no. Da rein. Das war dumm. Hat nicht geklappt. Oh doch? Oh mein Gott, no way. Also ich habe gerade nicht gerafft, wo ich hinlaufen muss, in den Raum rein bin. Ich dachte, ich war direkt von der Wand. Okay, okay. Wir merken uns, die ist nicht gerade die Schlauste. Die hat nicht gerade das beste Gedächtnis, wenn wir einfach vor ihr in irgendeinen Schrank reingehen. Wenn ich nicht mehr da bin, denken sie, hey, der war eben noch da. Wo ist er jetzt? Das macht keinen Sinn. Okay, 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 okay. Jetzt müssen wir. Was ist das hier? Das sollte ich nicht drücken. Das ist ja komplett dumm. Okay, das Ding brauchen wir. Das heißt, ich muss auch nochmal zurückgehen. Also klar, sowas passiert. Oh, ich hätte es vorher ausmachen sollen. Oh, ich Idiot. Warte mal. Wenn die jetzt links neben mir ist, können wir vielleicht einfach abhauen. Okay, wir probieren jetzt was richtig Dummes. Hat geklappt. Ach du Scheiße. Nicht gut. Wie hat die uns gesehen? Woher weiß sie, wo wir sind? Wie schnell ist die? Oh mein Gott, ist die... Holy shit, ist die schnell! Holy shit, ist die schnell! Holy fuck! Ich dachte, wir haben jetzt vielleicht voll den Vorsprung oder so. Und die ist ja genauso schnell wie wir. Willst du mich verarschen? Ist ja komplett heftig. Jesus, okay, okay. Das heißt, wir müssen langsam an ihr vorbei, die darf uns nicht sehen. Ich weiß nicht, wie sie uns eben gesehen hat, aber sie hat uns gesehen. Deckt gerade ein bisschen. Kurz, what the fuck geht um das Spiel? Okay, warte. Spiel, bitte raff dich kurz. Okay, wenn das Ding angeht. Es geht nicht an. Danke. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Kommt die hier rein? Die ist auf jeden Fall nicht hier reinkommen, ist ja nicht gut. Das würde mir nicht gefallen.
soll das Licht übrigens nicht anmachen. Pro-Tipp. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, okay, okay. Wir sind gerade relativ safe. Glaube ich. Wenn sie uns jetzt nicht sieht, müssten wir safe sein. Okay. Ja, mach schneller. Bitte. Danke. Schnell. Schnell. Dankeschön. Jetzt rennen. Oh mein Gott. Die kommt da definitiv gleich raus. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Okay, renn. Renn, 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 renn. Oh mein Gott. Alles klar. Wir müssen sowas von hier durch. Aber ich darf nicht in die scheiß Blut-Scheiße reinlaufen, weil das slowt uns aus irgendeinem Grund. Weil Blut macht einen langsamer, das weiß man. Bitte geh nicht zu. Oh! Oh mein Gott! Fuck you! Geh weg! Bin ich frei? Ich bin. Ich kann nicht rennen. Jetzt kann, warum kann ich nicht rennen? Renn doch bitte! Dummer Wichser! What the f. Ich bin gerade voll verwirrt, Mann. War das nur ein Albtraum? Sag mir bitte, es war nur ein Albtraum. Sowas von war das nur ein Albtraum, sehr gut. Oh nee. Hey Tim, it's Du. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing okay. Well. Call me back so I know you're not dead. Kann ich zurückrufen? Hey Tim, it's Du. Mach mal genau das gleiche. What's up with you, man? Okay. I haven't seen you in ages. Auf der Vorderseite. Ich hatte letzte Nacht einen sehr gruseligen Traum gehabt. So seltsam, dass ich dachte, er wäre echt. Irgendetwas oder irgendjemand hat mich die ganze Nacht verfolgt. Es ist zu mir gekommen und hat mich gezogen. Okay. Der Schmerz, den ich gespürt habe, war so echt, als ob das Wesen mein Leben nehmen wollen würde. Aber ich habe geschafft zu entkommen und habe die Lichter am Ende des Weges gesehen. Ich konnte mich an nichts anderes erinnern. Okay. Rückseite. Ich habe noch nie etwas Gruseligeres erlebt. Was war es, was ich gesehen habe? Was ist das? Hallo, Jane? Ist vielleicht Jane unsere Frau? Ich hoffe übrigens, das Spiel spielt nicht jetzt die ganze Zeit bei uns zu Hause. Weil solche Spiele finde ich unglaublich gruselig. Aber ich gehe stark davon aus, dass genau das passieren wird, oder? Was ist das? Okay. Das ist wahrscheinlich unsere Freundin. Okay. Wir trinken sehr viel Alkohol anscheinend. Das ist großartig. Es scheint eine asiatische Wohnung zu sein, von der Einrichtung her und von allem. Hätte man spielt doch ein. Ja, okay. Ist das Patrick? Ne, ich dachte, das wäre Patrick. Okay. Vielleicht sollst du mal ein bisschen spülen hier. Nur so ein Vorschlag. Wäre vielleicht ganz gut. Okay. Was machen wir? Gehen wir vielleicht nach oben schlafen? Weil ich meine, warum haben wir da gelegen? Ah, nee, da sind wir durchgekommen. Unser Arbeitszimmer, schätze ich. Sind wir Autor oder sowas? Das würde passen. Oh, eine Kontaktliste mit Leuten, zu denen Jane wahrscheinlich gehen würde. Also, thailändisches Spiel, okay. Thailändische Polizei. Oder vor. Okay. Kann ich das irgendwie runterscrollen? Ja. Mr. Chachai Tobloy, Tim, 34 Jahre alt, wohnt in Nummer 12, ist zu der Polizeistation gekommen und hat angegeben, dass am 29. November 2013 um 3.30 Uhr morgens er mitbekommen hat, dass Mrs. Nitarinya verschwunden ist und noch nicht gefunden wurde. Ja, was er in ihrem Zimmer gefunden hat, hat ihn dazu gebracht anzunehmen, dass ein Angriff stattgefunden ist. Okay. Gut. Das heißt, unsere Freundin ist auf jeden Fall verschwunden.
Und wir wissen nicht genau, mit was das irgendwas zu tun hat. Und haben wahrscheinlich seitdem auch die Albträume. Cool gemacht, dass wirklich richtige Bilder hier drin sind. Ja. Okay. Kann ich das aufmachen? Ja. Okay, was ist das? Ein Stück mysteriöses, ein Stück eines mysteriösen Bildes. Kann ich die Rückseite mir angucken? Nein. Okay, ist das ein Collectible? Ich muss kurz gucken. Okay, von Jane habe ich 2 von 11 Sachen gefunden. Vom Geist der Studentin habe ich 3 von 18 gefunden. Und ich habe einen Gegenstand. Warum habe ich das immer noch dabei? Das macht keinen Sinn. Okay, aber das habe ich doch in der Traumwelt eingesammelt. Warum habe ich das jetzt noch? Kann ich es irgendwie benutzen? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe das einfach dabei. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche, aber ich behalte es einfach mal. Wahrscheinlich wird es irgendwas sinnvoll sein. Dann gehen wir mal nach oben. Wo wir wahrscheinlich schlafen. Übrigens ein sehr schönes Haus, muss ich sagen. Sehr schön. Gefällt mir. Open Jane's Room. Okay. Jane's Tagebuch. Da ist etwas, was ich euch mitteilen möchte. Heute ist einfach einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Warum? Weil wir endlich unser eigenes Haus haben. Um genau zu sein, liegt es nur an Tim. Er hat so hart gearbeitet und so lange auf dieses Haus gespart. Okay. Tim hat auch gesagt, dass das Haus das Geschenk für unseren ersten Jahrestag ist. Ist er nicht der süßeste, den ich jemals hätte bekommen können? Ich danke dir so unglaublich sehr. Ich liebe dich mehr als andere. Okay. Das ist irgendwie. Das finde ich in so Spielen immer super traurig, weil irgendwie gefühlt in fast jedem Horrorgame ist irgendwie die Ex-Frau oder sowas und die hassen sich mittlerweile oder die Freundin hasst ihn oder was auch immer. Aber hier lieben die beiden sich einfach extrem. Wir wollen ihn einfach zurückhaben. Was halt alles ziemlich traurig macht. Ich wollte fragen, wo kommt die Musik eigentlich? Von dem Ding wahrscheinlich, ne? Kann ich auch nicht ausschalten. Das Bad. Ich bin schon wieder ein Vampir, das ist aber schön. Was ist das für eine riesige Dusche, Alter? Not bad. Okay. Was soll ich machen hier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Habe ich eine Aufgabe? Open Jane's Room. Ich muss jetzt den Schlüssel finden, ne? Wo auch immer der ist. Du müsst eigentlich hier oben sein oder so. Ah, da ist er ja. Wollte ich gerade sagen. Ist das ein Schlüssel? Nee. Janes Zeichnung. Ah, okay, da unten ist ihr Schlüssel. Man sieht ihn da unten links. Das ist neben den. Ah, nee, warte, was ist denn für ein Raum? Das ist unten das Esszimmer, oder? Warum sollt ihr das gemacht haben? Egal. Ich kann hier nicht sprinten drin, merke ich gerade. Das heißt, über neben dem Esstisch drin, ich glaube, hier war das, ist auf jeden Fall der Schlüssel. Ja, ist er hier. Gucken wir mal hier, ob wir den jetzt vielleicht finden. Das muss hier drin sein, oder? Nein? Ah, da. Ersatzschlüssel. Nehmen wir den mal mit. Machen jetzt oben ihr Zimmer auf, was immer da jetzt drin ist. Ich weiß noch nicht genau, warum es unsere Aufgabe ist, jetzt ihr Zimmer aufzumachen. Ich meine, wir werden ja wohl wissen, was da drin ist. Und warum haben wir es jetzt abgeschlossen? Wir werden ja schon vorher mal drin geguckt haben, was da drin ist, oder? Oh, Tim, what are you doing here? Die Stimme ist voll komisch. So oh, I'm just writing. Oh, yeah? Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay. Well, it's time for bed. Okay. Is that Jane's diary? Okay. Ich habe das Gefühl, es wird schlimmer. Ich sehe die ganze Zeit Sachen, die nicht da sind. Okay. Es passiert immer wieder und einmal habe ich sogar gedacht, dass jemand im Haus wäre. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde von irgendwo beobachtet. Das fühlt sich sehr unangenehm an. Und in einem kleinen. Achso. Es fühlt sich sehr unangenehm an, wenn ich um den kleinen Raum unten an den Treppen bin, da wo wir eben rausgekommen sind. Hm.
Oh Gott. Du machst es echt kein bisschen besser, Jane. Du musst dich echt zusammenreißen. Tu es für Tim. Habe ich gerade mit mir selbst geredet in meinem Tagebuch? Oh Mann, ich werde echt verrückt. Okay. Rückseite. Tim ist noch nicht nach Hause gekommen. Wir haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Ah, dann natürlich. Ich war so klar, dass auch in dem Horrorspiel die beiden sich nicht mehr ganz so gut verstehen. Egal. Auf jeden Fall, wir gehen nicht mal mehr zusammen raus oder so. Wir sollten zusammen beten und ein bisschen gutes Karma machen. Vielleicht werden dann die Sachen wieder besser. Alright. So, die Frage, was genau sie jetzt gemacht hat. Habe ich eine Aufgabe? Open Jane's Room habe ich gemacht. Ist hier sonst vielleicht irgendwas? Was mit ihrem PC? Will ich den nicht angucken? Das kann ich nicht aufmachen. Was ist mit den Zetteln hier? Ah, kann ich nehmen. Wird das schon lang. Vorderseite. Okay. Ich bin in letzter Zeit so unglaublich vergesslich. Ich habe gedacht, das Telefon wäre in der Küche. Ich habe überall danach gesucht, aber dann habe ich es im Schlafzimmer gefunden. Ich wusste, dass ich mich erinnert habe. Was? Ach so. Ich wusste, dass ich mich richtig erinnert habe. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur, naja, vielleicht war ich einfach nur zu sehr gestresst. Reiß dich endlich zusammen, Jane. Okay. Rückseite. Noch eine Sache. Ich wusste zwar schon, dass ich in letzter Zeit nicht wirklich richtig ausgeruht war. Zumindest war es das, was ich dachte. Ich dachte, ich hätte seltsame Sachen im Haus gesehen. Der Fernseher war kaputt. Vielleicht. Das Signal ist kaum angekommen. Okay. Es gab auch dieses eine Mal, wo ich unglaubliche Angst habe. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich hätte die Musik von einem Begräbnis durch die Geräusche des Fernsehers gehört. Das hat mir extreme Angst gemacht. Ja, das wäre seltsam, wenn das tatsächlich so wäre. Okay. Ist sonst da irgendwas hier? Ist das? Nein. Ich guck mal überall in jeder Ecke, aber vielleicht liegt irgendwas, was wir brauchen. Ich würde gerne noch den anderen Zettel nehmen, den kann ich aber nicht nehmen. Der ist zu weit weg anscheinend. Steht er überhaupt? My little book of happiness. Das klingt gruselig. Wait, what? Die Linien ziehen sich gerade nach unten. Wieso? Wo gehen die hin? Oh Gott. Oh fuck no. Jane? Das war so klar. Oh, warum? Okay. Aus irgendeinem Grund ist dieser Scheißraum. Jetzt habe ich meine Taschenlampe auch wieder. Ist dieser Scheißraum irgendeine Verbindung zwischen zwei Welten oder so? Und ich habe keine Ahnung wieso oder warum oder irgendwas. Aber es ist nicht. Das klingt jetzt, ob es nicht weit weg wäre. Ja, wahrscheinlich. Ich finde Jane, sie könnte hier sein. Nee. Definitiv nicht. Vielleicht sehen wir sie ja und müssen ihr nämlich folgen oder so. Oh Gott, ich höre da was. Das gefällt mir nicht. Vielleicht hat ja die eine Studentin vor uns hier gelebt und ist irgendwie durch irgendeinen Fluch oder so zum Geist geworden. Okay. Ist das unser Haus? Nein, das ist dieses komische, abgefuckte Gebiet, wo auch der Geist auf uns wartet. Das ist wahrscheinlich mein Geist, was auch immer, dieses Ding auf uns wartet. Ist nicht schön, es gefällt mir nicht. Spiel, reiß dich mal zusammen! Dankeschön. Okay. Können wir das hier aufmachen? Nein. Oh Gott. Was ist das für ein Haus? Es erinnert mich an die Häuser in Dreadout, wenn das mich daran noch erinnern könnt. Jane's Diary, schon wieder. Okay. Das war auf keinen Fall besser. Ich war mir sicher, ich bin in einen tiefen Schlaf gefallen. Aber warum zur Hölle war ich dann in diesem alten, hölzernen Haus? Okay. Und was war dieser Schatten, der sich draußen rumbewegt hat? Ich habe noch nie etwas so Gigantisches gesehen. Sagt meine Freundin auch immer. ich hab's hinbekommen, aus dem Albtraum abzuhauen, zurück in mein Schlafzimmer zu kommen. Aber was ist mit mir passiert? Okay, also irgendwie... Ist die ganze zwischen diesen Welten hin und her gereist.
Ich will diesen Schatten sehen, der so unglaublich groß ist. Okay, dafür brauche ich einen Code, den habe ich nicht. Irgendwas hier bei euch, die sind bestimmt irgendwo. Oh, nicht mehr, kann ich durch. Und wahrscheinlich hier drin. Ah, ja, okay. Weiß, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 6. Oder? Wie mache ich das? Achso. 4, 4. Ja, nice! Got it! Jeez. Ich finde übrigens sehr gut, dass die Umgebung sich wieder ändert und das nicht die ganze Zeit das gleiche Gebiet ist. Das wird das Spiel ein bisschen lame machen. Das machen relativ viele Spiele als Fehler, dass sie einfach die Umgebung des Spiels zu selten ändern. Dadurch wird es sehr schnell monoton und eher ein bisschen langweiliger. Kriegen wir hier nicht durch. Wir sind in der Nähe vom Wasser, oder? What? What war das? Gibt's hier... Gibt's mehrere Gegner in dem Spiel? Wenn ja... Jesus, da hätte ich nicht mit gerechnet. Vielleicht gibt's ja echt mehrere Gegner hier. The Yasatun Police Radio Station reports that the Chief Policeman has planned to arrest all the speeding bikers on Yasatun State Highway. The police claim to have captured more than 10 bikers so far, but some fled the scene, which includes Mr. Pichai Menapebu, a suspect from the motorcycle robbery, and believed to be the leader of this gang. We'll keep you posted when we receive... Es geht um eine Gang, die auf Motorrädern Überfälle begangen haben. Hier ist nix. Also entweder bin ich eben komplett blind und retarded gewesen, oder das war eben noch nicht da. Und ich schätze mal, es war eben noch nicht da. Das ist ziemlich cool gemacht. Ich schätze mal, das hier ist irgendein thailändischer Brauch, von dem ich keine Ahnung habe. Genau wie das da. Und alles hier. Keine Ahnung, vielleicht macht man das, wenn irgendwo jemand gestorben ist. Oder ich weiß auch nicht. What the fuck ist das? Ist das so ein Seil von... Das ist dieser Faden oder was auch immer, den unsere Freundin auch im Überall hingegangen hat, oder? Alles klar. Okay. Alte Frau ausgeraubt und geschlagen. Okay, Nachbarn haben einen Kampf eine Nacht vorher angekündigt, haben der Polizei gemeldet. Okay. 8. März. Es wurde der Polizei gesagt, dass Mrs. Chindamana Paibun, 60 Jahre alt, schwer verletzt und ohnmächtig gefunden wurde. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, bevor die Polizei am Tatort angekommen ist. Es könnten mehr als 3 Leute gewesen sein, die ihr diese Verletzung angetan haben. Ihr Sohn, Mr. P.K. Manapelboon, soll angeblich der Leiter des Überfalls gewesen sein. What? Okay, netter Kerl. Der kümmert sich um seine Mutter. Da kann ich drunter durch. Ich weiß nicht, was das heißt. Sagst du es mir? Ich werde wiederkommen, ich hole das, was mir gehört. Okay. Nice, die sind weg. Ist aber schön. Okay. Jesus. Wow. What the fuck is that? Das ist also das große Ding, von dem geredet wurde. Das ist cool. Das ist fucking cool. Holy shit. Ah, gepimpte BMX-Räder. Klar, die verkauft man. Bestimmt was wert. Vans Racing Club. Das ist als Motorradteile. Jesus. Okay, eine Sache muss ich sagen. Asiatische Horror Games haben eine Sache richtig, richtig gut drauf. Das ist, Inszenierung und Abwechslung. Kriegen es immer extrem gut hin, dass alle... Oh, Jesus, keine gute Idee. Dass alle Horrorspiele komplett unterschiedlich voneinander sind und sich nie zu sehr ähneln oder langweilig werden.
Und dass die ganzen Szenen innerhalb vom gleichen Spiel auch mal sehr unterschiedlich sind. Oh fuck. Irgendwas passiert hier, Mann. Oh. Das ist schon richtig gut gemacht. Oh Mann. Okay, ich merke jetzt schon. Ich werde am Ende von dem Spiel hier Dreadout empfehlen. Ihr müsst unbedingt Dreadout gucken. Wenn euch das hier gefällt, werdet ihr Dreadout auch lieben. Das war sehr gut. Einfach weiterlaufen, alles ignorieren. Einfach weiter. Hier ist absolut gar nichts, was hier passieren kann. Alle sind nett, alle sind freundlich. Da gehen wir durch. Da wird bestimmt nichts Böses hinter sein. Bin ich wieder in der Schule? Bin ich in der Schule in diesem Gebäude mit der Frau? Okay, es nervt ein bisschen. Geht's jetzt wieder? Okay. Immer wenn ich ein neues Gebiet betrete oder irgendwas nachlege, leckt das ein bisschen. Das ist genau wie bei Observer. Observer ist, glaube ich, exakt die gleiche Engine wie das Spiel hier. Ist, glaube ich, Unreal Engine 4 oder so müsste das sein. Ich schätze mal, dass die einfach permanent flüssig läuft, bis sie halt irgendwas nachladen muss. Das ist nicht so schlimm. Es geht schon. Es geht um Geister und Karma. Wenn ihr es lesen wollt, hier kurz pausieren. Okay. Eigentlich wollte ich es anlassen, weil die Geräusche waren eigentlich ganz angenehm, jetzt hier so still. Ich bin immer noch in dieser Schattenwelt, oder? Ich gehe mal nach unten, weil unten immer schlecht ist. Was ist das hier? Nichts. Kann ich da durch? Nein. Ich will nicht immer zu nah an der Tür stehen, wenn ich sie aufmache, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert. Okay. Ich dachte, da wäre ein Kopf. Fuck my life. Hallo? Klar. Da gehe ich nicht lang. Ich muss da lang. Großartig. Hallo? Okay, irgendwas passiert hier gleich. Die Hand, oder? Holy fuck. Holy fuck. Okay, wie komme ich hier durch? Okay. Er darf mich nicht sehen. Ich raff schon. Sonst schlägt er mich tot. What the fuck? Hoho! Okay, ich renne. Ich merke schon. Ich soll mich wahrscheinlich beeilen. Alter, ist das schnell. Okay. Okay. Ah, klar. Nichts drin. Okay. Ich kann voll viel Türen einfach nicht aufmachen. Ich schätze mal unten, bin ich sicher. Hier kommt der halt einfach nicht dran. Na doch, kommt der. Ich bin immer noch über dem Boden. Okay. Okay. Sehr cool. Riesiges irgendwas Vieh will mich totschlagen. Super. Gefällt mir. Weiter so. Kann ich da rein? Keine Tür geht auf. Nur die? Oh. Okay, ich merke schon, ich muss mich verstecken vor dir, oder? Holy fuck, Mann. Okay. Und hier hinter? Das war knapp. Okay. Hier scannt immer von links nach rechts. Ich muss einfach aufpassen, dass er uns nicht sieht. Und rennen. Oh no! Ach, schon da ein Vieh. Wow! Sorry! Okay. Ich hab keine Ahnung, ob du uns siehst. Weißt du, wo ich bin? Ja.
so halb. No. Au! Ich hatte mich nicht erwischt, weil ich voll weit weg von ihr war. Okay, ich muss aufpassen. Der guckt sehr schnell von links zu rechts wieder zur Seite zurück. Das heißt, ich kann nicht wirklich vor ihm wegrennen. Ich muss immer mal wieder stehen bleiben. Ja, klar, auf jeden Fall weiter. Jesus. Okay. Ich hätte nicht erwartet, dass wir... Ich bin eigentlich echt davon ausgegangen, dass wir durchgehend die gleichen Gegner im Spiel hätten. Und nicht unterschiedlich. Aber es gefällt mir sehr gut. Okay, wir warten, bis er einmal nach ganz hinten guckt. Da können wir ein bisschen weiter mitlaufen. So. Ja, jetzt schlägt sie. Hey, ich dachte, du schlägst die anderen kaputt. Oh, fuck you. Okay, der bleibt länger in einer Richtung, als man denkt. Nein! Dankeschön, du hast mich nicht gesehen. Oder doch? Nein. Ist das deine Hand da? Das ist deine Hand, what the fuck? Okay, wie bewege ich mich jetzt weg? Okay, so langsam nach vorne. Okay, rennen. Okay, sehr gut. Sehr gut. Wir sind hier drin. Ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber wir sind drin und ich schätze, wir sind... Nicht sicher? Wunderschön. Also schnell wegbewegen. Kann ich hier lang? Nein, ich muss nach unten. Oh, klar. Oh, wundervoll. Wundervoll. Das freut mich. Das finde ich schön. Oh. Jane, I'm coming. Oh, Jesus. Okay. Dann mal nach unten, Jane. Wo bist du denn? Zwei. Okay, gut. Einfach ganz runter. Ganz unten müssten wir sicher sein vor dem Riesenvieh. Ich habe einen Schlüssel nicht. Oh, fuck. Okay, ist irgendwo ein Schlüssel? Nein. Suchen wir mal einen fucking Schlüssel. Hier rein? Nein, vielleicht ist er ganz oben. Okay, ist hier irgendwo was? Ich muss halt irgendwo rumliegen, ne? Ah! Oh, okay. Ich habe den Schlüssel in meinem Safe in meinem Arbeitszimmer gelassen. Das ist wundervoll. Police Station 1 Key. Wir sind in der Police Station. Wo sind wir in der Police Station? Alter, kann ich das nochmal aufmachen? Nein. Ah, alles klar. Also, erster Stock. Und da dann in die Police Station reingehen. Und dann wird alles super, ne? Dann ist alles gut. Polizeistation. Was gibt's denn jetzt hier Schönes? Das ist eine smarte Idee. Ich mache immer die Türen auf genau da, wo hundertprozentig jemand sein müsste. Das sollte ich weiterhin machen. Dann werde ich sehr lange überleben in diesem Spiel. Oh, okay. Ich wollte nur sicher gehen, ob da wirklich jemand war, ob ich mich einfach versehen habe. What the fuck, Mann. Es war so klar, dass sowas mal passiert. Der hätte mich einfach töten sollen. Das wäre cooler gewesen. Das wäre echt böse gewesen. Okay. Puh. Also wir müssen ins Office kommen und da einen Schlüssel bekommen, im dritten Stock zu kommen. Ist das ein Office? Keine Ahnung, vielleicht. Nein, sieht nicht wirklich so aus. Was steht hier? Ich habe keine Ahnung, vielleicht sollst du es übersetzen. Was war das? Aber hier ist der Safe. Ja, ich habe so keine Ahnung. Nein, lass das. Hint of some... What? Hä? Ah! 981. Okay. Hat geklappt. Nein? War das nicht richtig? Sprich mal ab. 981. 09, 08, 01. Und macht das wirklich 0? Nee, das kann nicht sein.
bisschen verwirrt. Warte mal. 10, 80, 60. Genau. Andersrum. Ja, kann ich resetten? Okay. 10. 80. Oh, fuck. Genau. Hab ich ein bisschen verkackt. 10. 80. 60. Nein? Ja, was denn? Hä? 60, 80, 10? Kann auch sein. Nee. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss irgendeinen anderen Tipp finden. Weil der wahrscheinlich nicht stimmt. Oder ich muss mit den Zahlen was anderes machen. Ich schau mir einfach ein bisschen mehr um. Ich meine, das Gebiet ist ja anscheinend ein bisschen größer. Und hier wird es irgendwie noch mehr geben. Hab ich gerade was gesehen dahinter? Bin nicht ganz sicher. Hallo? Spiel. Fass ich zusammen. Dankeschön. Werkzeug. Können wir damit irgendwas machen? Vielleicht können wir einfach den Safe damit aufmachen. Das wäre schön. Scheiß auf den Safe. Wir haben einen leichteren Weg gefunden. Okay. So. Ich glaube kaum, dass ich das dafür benutzen kann. Das ist halt ziemlich lächerlich. Das ist halt. Was soll das denn zu bedeuten haben? Warte, was ist denn da drunter? Brauchen wir dafür noch einen Schlüssel? Wir brauchen dazu noch einen Schlüssel, oder was? 090801 macht halt absolut keinen Sinn. Das funktioniert ja nicht. Aber der Strich ist unten, das heißt, es ist schon so gedacht, nicht andersrum. Andersrum wäre es 10, 80, 60. 9 mal 8 mal 1 mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Fuck off. Ah, okay, ich habe noch eine Idee. Wahrscheinlich soll die Zahl, die da steht, unten sein. Also 60, 80, 10 soll immer unten sein. Warte, wenn 60 unten ist. Oh, ich hab's verkackt. Nein, das wollte ich nicht machen. Reset, okay. 60 unten. Jetzt 80 unten. Und jetzt 10 unten? Oh Gott, really? Okay, gut, ja, da hätte ich drauf kommen können. Da hätte ich definitiv drauf kommen können. Bin ich nicht? Sehr gut, bin ich stolz drauf. Okay, sie braucht nichts anderes. Aber immerhin habe ich schon mal recht gehabt mit den Zahlen umdrehen. Jesus, das war ja nicht gerade die beste Puzzle-Lösungsaktion, die ich jemals abgeliefert habe, aber es war definitiv in den Top 3. Okay, also dritter ignorieren wir, dritter Stock, da machen wir jetzt einfach hier. Okay, ignorieren wir auch. Machen wir den Raum auf, bitte. Ist das Jane? Jane! Das ist auf keinen Fall Jane. Jane! So simpel wird das nicht sein. Ist das Jane, folge ihr? Nein, ist nicht Jane. Wenn es Jane wäre, würde sie nicht wegrennen, du Arsch. Weißt du? Just saying. Okay, hier ist ein... Oh. Okay. Jedes Mal, wenn ich mich hinlege, finde ich mich in diesem seltsamen Ort wieder. Ich habe herausbekommen, dass die ganzen Schlafpillen mir dabei helfen, die Nacht durchzuschlafen und diesen extremen Albtraum zu haben. Rückseite. In diesem kleinen Raum unten müssen Ratten drin sein. Oder woher soll das Geräusch sonst kommen? Okay. Wenn du das so weitermachst, wirst du in einer Mäusefalle landen. Ich schwöre es. Okay. Hallo? Warum genau sind wir eigentlich in der Polizeistation? Wo kommt die her? Okay, da geht's um diese Motorradgang. Und das ist anscheinend der Sohn von der einen Frau, die halt zusammengeschlagen wurde und ganz so lieb gehabt wurde.
Das ist schön. Was mögen. Ja, Mann. Das muss ich irgendwie anheben, oder? Das ist ein riesiger fucking Stein einfach. Mr. Pitchey was pronounced dead on the spot. The police are now collecting all the evidence for further investigation. There are still a number of bikers fleeing. Please call 02650 if you have seen anyone suspicious. The line will be available 24 hours a day. Jesus Christ. Reporting. Okay, der Anführer der Gruppe, der seine Mutter auch verprügelt hat, ist in ein Laster reingefahren und hat damit eine Metallstange durch seinen Kopf durchbohren lassen. Das ist sehr gut. Das war bestimmt richtig angenehm. Okay, das Ding muss ich halt da drauf fallen lassen. Hallo? Ich wäre mir sicher, da wäre jetzt irgendwas gewesen. Aber anscheinend ja nicht. Ja, da unten das Ding da reinkoppeln, ne? Wahrscheinlich möglichst schnell. Oder geht das Ding nicht automatisch wieder hoch? Also direkt da drüber. Das war angenehm. Was war das? Ich habe definitiv gerade was gehört. I don't like. Hallo? Wahrscheinlich ist keine gute Idee, es anzuheben, oder? Ich möchte übrigens auch mal anzweifeln, dass dieser kleine Stein reicht, um das Gegengewicht hochzuheben. Weil das ist einfach ein riesiger Felsblock, oder? Oder ist das anderes? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie ein riesiger Felsblock. Vielleicht ist es einfach, vielleicht ist auch leer. Oder vielleicht ist es Holz. Ich habe keine Ahnung. Das Ding soll übrigens nicht runterfallen, wenn ich jetzt genau drunter durchgehe. Vielleicht soll ich mich auch nicht selbst damit fangen. Oh Gott. Ah. Das Scheißding wieder. Das war knapp. Dumm. Ist ja komisch, weil manchmal ist er ganz woanders und dreht sich dann sofort zu mir, sobald ich anfange, ein bisschen schneller zu laufen. Lauf damit. Ich finde es tatsächlich ziemlich schwer, die Bewegung von ihm einzuschätzen, wann er genau wohin guckt und wann sich er wegdreht. Weil es so ein ganz komisches Timing, weil es sehr schnell macht teilweise. Okay. Guck jetzt nochmal hier hin. Jetzt kann ich laufen. What? Nein. Wow. What? Warum? Da auch? Okay. Der ist tatsächlich ein bisschen nervig. Aber die Idee ist cool. Nein, zurück. Kann ich da hinter? Ja, kann ich. Oh, es wird eng. Ja, der hat mich. Nicht? Schon runter. Ich vergesse nicht, dass ich mich auch runterducken kann. Das sollte ich vielleicht mal öfter nutzen. Ich kann mit der rechten Maus halt so in alle Richtungen gucken. Das scheint hier ziemlich hilfreich zu sein. Okay, das wird jetzt scheiße. Kann ich mich direkt da vorne hinstellen? Nein! Ich hatte schon weggeguckt. Okay, ich komme von hier halt richtig schlecht weg. Okay.
Okay, hier bin ich safe. Okay, ich muss warten, bis er da reinguckt. Und dann... Okay, warten, bis das Licht wieder in die Richtung geht. Okay. Moment, gerade verpasst. Okay. Da hängst fest! Okay, okay. Wo bin ich? Keine Ahnung. Dunkler Holzgang. Gruselig. Gefällt mir nicht. Holy shit. Holy shit. Ich laufe einfach. Hi, Jane? Bist du's? Offensichtlich nicht. Hoff mich zu verarschen. Special Edition Praetor Inside Chapter. Was? Eine Praetor ist eine Seele gefangen in der ewigen Qual seiner Sünden. Der quälende Hunger und Durst sorgen dafür, dass er für immer unter Schmerzen leiden wird. Okay. Ein Opfer von Essen ist der einzige Weg, einen wandernden Praetor, keine Ahnung, dazu zu bringen, dass er aufhört, wütend zu sein, okay? Du musst ein Opfer, die Opfergaben mit bunter Seide und einem, ich glaube, Incense? Ich glaube, das sind so Duftkerzen, so Ritualduftkerzen und einer angezündeten Duftkerze zusammen wohin stellen. Hier das Essen müssen wir auf das Besteck, auf den Teller legen. Die Duftkerze neben den Teller und dann anzünden. Okay, alles klar, machen wir das. Ich gehe mal davon aus, der ist so eine Seele und wir müssen ihn irgendwie ein bisschen dazu zu bringen, nicht mehr ganz crazy zu sein und uns umbringen zu wollen. Hallo? Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Wow. Wow. Okay. Okay, ich gehe davon aus, ich muss jetzt alles machen. Ja, wir müssen ihn irgendwie... Okay, das brauchen wir schon mal auf jeden Fall. Guckst du da, wo ich bin? Du guckst da hinten hin, ne? Du guckst da ganz oben hin. Das ist eine Art fucking Bosskampf, Alter. Das ist ja komplett abgefuckt. Ist hier Essen? Was ist das hier? Ah ne, das ist der Opfergabentisch, okay. Ich brauche zuerst Essen. Okay, die Hand ist halt direkt vor der Tür, das heißt, ich darf da wahrscheinlich nicht durch. Jesus. Kann ich anleuchten? Vielleicht gefällt dir das. Ich weiß nicht genau, wo er hinguckt, Mann. Ist voll schwer einzuschätzen von so weit oben. Ja, unten. Ich glaube, er guckt gerade zu mir, oder? Okay. Hier. Wow. Okay. Okay. Ich brauche Essen. Ich brauche einen Teller und Essen. Und wie denn, da brauche ich einen... Willst du mich verarschen? Ich habe keinen Schlüssel. Wo soll ich denn einen fucking Schlüssel haben? Kann ich das aufmachen? Ich habe überhaupt nichts für irgendwas. Ich habe kein Werkzeug. Wo soll ich das denn herhaben? Kann ich nicht. Ich kann einfach keinen einzigen Gegenstand benutzen, die hier sind. Okay, ich brauche einen Schlüssel und Werkzeug. Oder vielleicht für beides eine Sache. Oh Gott. Okay, der guckt ja auch nicht überall hin. Das war dumm. Das war knapp. Okay. Wo guckt der genau hin? Der guckt quasi... Okay, jetzt guckt er da hin. Nein. Okay, guckt also einmal hier und dann einmal vorne hin. Immer abwechselnd. Der guckt nicht wirklich von links nach rechts hier.
Hier ist der Key. Ja, ja, okay. Den brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Will ich hier noch irgendwas einsammeln? Dahin wird noch irgendwas sein, was ich brauche, oder? Okay, kurz warten. Bitte einfach weg hier. Okay, hier drunter. Hier bin ich hier quasi safe. Vielleicht kann ich die Dinger von der Seite hier aufbrechen und dann durch. Dann habe ich so einen kleinen Shortcut. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas, oder? Nein? Hier ist nichts. Fuck, Mann. Okay, renn, 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 renn. Sag bitte, ich kann hier durch. Ich muss echt komplett drumherum rennen. Ist doch voll assi. Kann ich es irgendwie wegschieben oder so? Ich würde gern durch. Oh, fucking. Ist das vielleicht kein... Oh Gott. Hier sind fucking Löcher drüber. Okay. Nein, 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 nein. Ja, okay, es war offensichtlich. Ich dachte, ich würde vielleicht länger nach unten gucken und ich könnte noch vorbeirennen, aber nein. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, die Chance, dass er mich sieht, ist viel geringer, weil ich meine Taschenlampe aus habe. Und das hätte ich vielleicht eben auch machen sollen, aber ich bin ein bisschen doof und habe es deswegen nicht getan. Okay, das ist jetzt offen. Wie? Nur eins. Und noch ein? Ich hab doch grad... Du Arschloch, ich hab gerade einen Key geholt. Dann brauche ich zwei Keys. Oder ist der hier egal? Ist da irgendwas drin, was ich brauche? Sieht nicht so aus. Kann ich auch noch essen, ne? Was macht der echt die ganze Zeit? Das kann ich immer nicht aufmachen. Das ist ein bisschen doof. Okay, also... Wacko. Macht er gerade. Oh, achso, jetzt ist da hinten offen. Willst du mich verarschen? Das macht Sinn. Jetzt kommen wir hier durch. Fuck you. Auch nicht. Nein, ich kann es nicht aufmachen. Hab ich irgendein Werkzeug bekommen? Oh, ist das. Warum liegt der da? Ach, egal. Nehme ich. Klar, kein Problem. Okay, dann hätte ich es auch mit den Händen abreißen können. Oh, fuck. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Was brauche ich denn jetzt als nächstes? Der hat gerade ein bisschen was kaputt gemacht. Ich weiß noch nicht, was und wo. Da war das Essen also. Hätte ich da vorher schon sehen können, irgendwie dachte ich, es wäre eine Kerze oder sowas. Okay. Wir müssen es geschafft haben. Es hat viel zu lange gedauert. Aber hey, wir sind da. Let's go. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Also komm. Ja? Oh, thank God. Okay, dann ist halt. Du isst gerade so ein Mini-Stückchen Teig und davon wirst du anscheinend satt. Das reicht. Das reicht ihm. Das reicht ihm. Er wollte gar keinen Menschen essen, er wollte einfach nur ein kleines Stück Brot essen oder so. Das hätte ihm vollkommen gereicht. Er hätte einfach das Stück Brot selbst nehmen können, das lag da. Just saying. Hat auf dich gewartet. Okay. Oh, what? Was sind wir denn hier? Okay, kann ich jetzt hier durchlaufen? Ja. Okay, warum machen wir die Tür jetzt offen? Ist denn vorher nicht offen? Oh no, es ist ein Weg. Traue ich nicht. Okay, okay. Ein illegales Rennen. Achso, hier, da geht es wieder um den Typen. Kann ich den sehen? Ich würde vielleicht die Verletzung sehen, das ist sehr cool gewesen. Da geht es wieder um den Typen, der halt seine Mutter verprügelt hat, bestohlen hat und dann auf der... Where did she go? Und dann auf der Flucht halt... sich mehr oder weniger selbst verletzt hat. Jane ist hier, finde sie. Hier ist doch definitiv irgendwas anderes, wenn ich diesen Weg hier mal ansehe. Oder ich muss hier gleich von wegrennen. Eine sehr unangenehme Art. Hallo, was bist du? Ich muss hier gleich wegrennen. Das sieht man halt wirklich ziemlich offensichtlich. Was bist du? Oder was? Okay. Ich war... What the fuck? Ich war wieder nachts unterwegs. Nicht im Schlafzimmer, sondern in der Mitte des Hauses. Es schien so, als ob ich meine Sinne nicht klar bei Verstand hätte.
Ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass ich von außerhalb des Hauses beobachtet werde. Es fühlt sich so an, als ob es das Ding gewesen wäre, was mich versucht hat, in meinem Albtraum zu töten. Sie hätte die gleichen Albträume gehabt wie wir anscheinend. Jane, was ist los mit dir? Warum bist du so? Okay, wir werden gleich verfolgt, definitiv. Großartig. Hallo? Die kommt definitiv jetzt da raus, oder? Oder auch nicht? Haben die es gerade absichtlich so gemacht, dass man denkt, man wird da verfolgt? Wenn ja, Respekt. Oh Gott, ich bin in meinem Haus. Home? Again? Jesus, ich bin in meiner abgefuckten Wusing-Version von meinem Haus. Ich muss wieder zurückfinden, um Jane zu helfen. Upsi. Okay. Fotostück. Okay, das ist ziemlich unangenehm hier. Mein Haus war vorher ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Die haben irgendwas damit zu tun, diese komischen Fäden oder was immer das sind. Ich meine, die hat wahrscheinlich meine Freundin überall gemacht. Ist es anders diesmal? Ist ein bisschen kaputt gegangen in der Mitte. Okay, ich schätze mal, ich muss nach oben. Dann kann ich über anders gucken. Nein. Hier kann ich rein. Ja, nö. Tschüss. Fick den Scheiß. Da ist ja nichts drin. Okay, wahrscheinlich ist da drin halt jemand begraben oder so. Hallo? In ihr Zimmer kann ich nicht rein. Ich will das Bild wieder aufstellen, darf ich aber nicht. Okay, gehen wir mal hier rein. Hallo? Kommt es von draußen? What the fuck? Hallo? Da kann ich immer nicht lang, okay. Ich gehe mal wieder runter. Genau, wo ich hin muss oder was ich machen soll. Aber ich hasse so Spiele, wo man die ganze Zeit im Haus ist. Die haben das Bild wieder umgeworfen. Wieder hoch? Boah, das ist unangenehm. Okay. Ich muss anscheinend hoch und runter gehen, immer abwechselnd. Ich weiß nicht wieso. Oh. Okay. Alter, das ist unangenehm. 7, 7, 5, 7. Das zählt halt runter, ne? Moment, hab ich nur so lange Zeit oder passiert was, wenn das fertig ist? Ich glaube, ich warte hier einfach mal und gucke, was passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann sterbe oder ob ich so lange hier warten muss. Das war sehr gut gemacht. Okay, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht muss ich irgendwas vorher erledigen. Okay, ich habe das Gefühl, hier kann ich nichts machen. Gucken wir uns einfach mal an und warten. Oh, es geht viel schneller. Fuck, das ist unangenehm.
13, 13, 13. Fuck my life. Ist das spooky? Okay, wieder nach oben. War das oben? Ich glaube, das war oben. Ja, wo ist das? Ach, das ist unten. Okay. Danke für den Anruf. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder an. Okay. Oh, schön, was zu lesen. Was ich nicht lesen darf, doch. Okay, ich bin gerade von Aron Sarut. Ah ne, okay. Bin gerade von einer besonderen, von einem besonderen Geschenk zurückgekommen von Aron Sarut, wahrscheinlich Restaurants, unser Lieblingsort, seitdem wir angefangen haben, zusammen zu sein. Ah, okay. Ist natürlich ein besonderer Tag gewesen, weil Tim eine Promotion bekommen hat. Es hat mein Herz sehr gewärmt zu sehen, wie sehr er sich darüber gefreut hat. Okay. Es war mir trotzdem etwas unangenehm mit dem, was er für mich getan hat. Okay. Tim, er hat sich so viel Mühe mit seinem Job gegeben. Ich meine, guck mal mich an, was auch immer. Es ist schon in Ordnung. Ich werde auch mein Bestes tun, um meine Karriereleiter hochzuklettern. Mein nächstes Buch wird auf jeden Fall ein Hit sein. Wow. Okay. Also hat sie sich vernachlässigt gefühlt? Schätze ich? Warum ist das Buch schon wieder umgeworfen, Mann? Lass mal stehen. Dankeschön. Okay. Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, ob Geräusche von oben oder unten kommen im Spiel. Okay, sie hat auf jeden Fall Sachen gesehen. Oh! Jesus! Fuck you! Blut, 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 Blut. Oh mein Gott. What the fuck? Oh Gott, nicht ein Jumpscare, wo irgendwas über mir ist, bitte nicht. Shit. What the fuck? Oh Jesus, okay. Gib mir eine kurze Pause, Spiel. Könnte ich gebrauchen. Das war echt... Jesus, okay. Ich hasse so Szenen, wo die ganze Welt durch die gleichen Räume gehst und sich jedes Mal ein bisschen was verändert. Das finde ich so unglaublich gruselig. Oh, großartig. Wo bin ich?
Oh, bin ich wieder in dem Scheißgebiet vom Anfang? Finde Jane. Ich glaube, ich bin mit dem gleichen Gebiet vom Anfang, oder? Okay, jetzt ist ziemlich cool gemacht, dass man nie eine Decke sieht. Das macht die Atmosphäre ziemlich geil. Weil dadurch einfach alles so eine komplett unnatürliche, der komplette Umgebung so einen unnatürlichen Flair bekommt, weil einfach nichts normal aussieht. Die ganzen Geräusche machen mich voll wahnsinnig, Mann. Einfach durchlaufen, hier rein. Okay, das lesen. Okay. Ich habe gewartet, bis der nächste Tag anfängt, Tim. Du bist nicht herumgewandert, oder? Ich weiß, dass sich solche Mühe mit seinem Job gegeben hat, deswegen möchte ich nicht so viel drüber nachdenken. Er hat selbst erwähnt, dass er etwas härter arbeiten wird. Oh, Tim, mein Liebling. Okay. Naja, Tim hat mir wie immer ein Bild geschickt. Dieses Mal stand er neben Dew. Tim hat mir mal erzählt, dass Dew sein bester Kindheitsfreund war. Sie sahen so unglaublich süß nebeneinander aus. Ich frage mich, ob sie immer noch so gut befreundet sind. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß. I don't care. Ich will einfach nicht sterben hier, bitte. Oh Gott, das Mädchen kommt wieder, oder? Definitiv. Okay. Kann ich mich hier verstecken? Nein. Da? Nein. Spiel. Please. Danke. Oh, da. Ich habe schon gefragt, weil das ist doch gar nichts. Okay, hier können wir uns verstecken im Notfall. Und folgen wir mal unserer Frau. What? Wait. This is completely different. What? Das ist crazy. Jane, wait! Please! Hey, unsere Frau ist so seltsam. Jane! Fuck! Okay, dafür brauchen wir einen Key. Da ist ein Key drin. Rusty Key. Ah, toll. Kann man nicht mehr benutzen. Super. Das heißt, wir brauchen einen neuen Key. Ah, nee, wir müssen ihn sauber machen, um dann hier durchzukommen. Alles klar. Das schaffen wir. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in dem Polizeigebäude? Kann sein, ne? Sieht aus wie. Nee, gar nicht. Von da bin ich da gekommen. Das kann ja nicht sein. Oder doch? Nein, nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Auf jeden Fall muss ich irgendwie. Was ist das? Lab. Das heißt, da oben wird es wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit geben, einen rostigen Schlüssel sauber zu machen, oder? Gehe ich mal stark von aus. Ist das eine Schule? Ich weiß nicht genau, was ein Gebäude das ist gerade. Könnte vieles sein. Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Ist irgendwas hier? Ist das vielleicht eine Spielzeuguhr oder sowas, die aufgedreht wird? Okay, da sollte ich mich vielleicht nicht dran verstecken. Sieht nicht so safe aus, ne? Na egal. Warum auch immer das so kaputt ist, weil. Einfach lassen. Okay, was. Hier müssen wir irgendwas darum machen können, oder? Was ist das? Da ist Blut an der Wand. Das heißt, von da wird die kommen. Das heißt, wenn wir da lang rennen, hier in die Ecke, können wir uns da verstecken. Was ist das da? Warum leuchtet das so? Nein! Nein! Warum? Wir guckst du, dumme Schlampe, warum guckst du genau danach? Arschloch! Deine Augen sind voll gruselig! Okay, ich weiß nicht, was ich da gerade falsch gemacht habe. Vielleicht darf ich mich nicht da verstecken, sondern muss ich woanders verstecken? Ich meine, da guckt sie wahrscheinlich einfach direkt nach, weil ich halt da bin. I don't know. Okay, ich suche vielleicht erstmal nach einem anderen Versteck irgendwo. Oder ich gehe einfach nicht dahin, wo die ist. Und trigger die erst gar nicht. Vielleicht sollte ich auch. Wo war ich jetzt? Ah, ich bin wieder hier. Du Arschlochspiel. Lade erstmal alles nach, damit ich wieder mega leckst. Ach, die läuft da rum. Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist wirklich jemand. Oh, shit. Okay, kann ich irgendwie drunter durch? Nee, warum kommst du da nicht drunter durch?
Dreh dich bitte nicht um, Geistervieh. Rust. Okay. Kann ich das Richtige nehmen, bitte? Was machst du da? Oh Gott, okay, warte, 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 was stand da? Rost ist da, ja. Wasser und Xalik, okay. Wo ist das? Okay, Wasser. Jetzt bräuchte ich das andere Zeug. Was ist das da? Da oben ist einfach ein Schlüssel, oder? Vielleicht soll ich ihn einfach nehmen. Ah! Okay. Dann, Alter, kann ich mich verstecken. Ich habe einen Schlüssel bekommen zum Chemikalienkasten, wo immer der ist. Oh no. Ich werde sterben. Ah! Das macht Sinn. So kann ich mich verstecken. Ich kann mich damit ducken. Okay, ich habe das Gefühl, dieses Geistervieh ist so mehr oder weniger der Scout für die. Wenn der irgendwann sieht, kommt dann das richtige Vieh? Wo geht die hin? Die ist so langsam, ist das Problem. Ich muss irgendwie zu den anderen Chemikalien kommen, weil die brauche ich. Wo sind die? Irgendwo hier? Schlecht, schlecht, schlecht. Oh nö. Okay. Geh einfach weg, bitte. Okay. Okay, wo ist denn der Scheiß, den ich jetzt finden muss? Okay, so wie ich das Spiel kenne und das Spiel ist ein Arschloch, ist es sehr wahrscheinlich einfach in einem anderen Gebiet, oder? Oder wo ist sie jetzt eigentlich hin? Ist sie komplett weg? Oh, die hat die Tür da aufgemacht, das war nett. Von welcher Seite kommt die? Ich glaube von da. Das heißt, ich kann jetzt hier dran vorbeilaufen. Oh, du Bitch. Ich muss da wahrscheinlich rein, oder? Okay, die kommt hier lang. Das heißt, ich sollte mich vielleicht hier drin verstecken. Und warten, bis sie vorbeiläuft. Ist hier Blut drin? Hier ist fucking Blut drin. Okay, 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 okay. So. Irgendwo hier. Oh, okay. Ja, genau, das ist dieses Scheißzeug, was wir brauchen. Genau, das hat eben gefehlt. Perfekt. Die ist ja ganz hinten jetzt. Glaube ich. Wo geht die lang? Ich will jetzt nicht sterben.
Okay. Du kommst von links. Wir gehen einfach direkt runter. Ich meine, die weiß nicht mal, dass wir irgendwo in der Nähe sind. Das heißt, sie wird ja wahrscheinlich nicht mehr nachgucken. Ich verstecke mich trotzdem unten lieber. Oh, ist das unangenehm jetzt. Okay, puh. Geh einfach weiter. Ich glaube, die geht gerade um die Ecke. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit kurz. Wo ist es? Das brauchen wir jetzt. Jetzt müsste eigentlich fertig sein, um die Rüstung mitzulösen. Stimmt's? Okay, wir haben einen halbwegs guten Key. Jetzt müssen wir einfach nur mal hier rauskommen. Nein. Wenn du mich jetzt erwischt, weine ich. Bitte nicht. Kommt die überhaupt? Ja. Nein. Dankeschön. Scheiße, Alter. Okay, einfach kurz warten, bis sie weggehen, dann ganz langsam hier rausgehen, weil ich will auf keinen Fall dabei sterben. Das ist sehr ärgerlich. Ich will es nicht nochmal alles machen müssen. Ich habe nämlich das Gefühl, das Spiel speichert nicht so oft. Und ich bin an den nettesten Stellen. Okay, wenn die nach rechts geht. Fuck, ich muss aber durch den Raum durch, wo sie gleich durchgeht. Das ist ziemlich kacke. Ich muss ja nochmal durch den Raum gehen, wo ich eben meine Chemikalien eingeholt habe. Um wieder zurück zum Punkt zu kommen, wo unsere Frau lang ist. Vielleicht kann ich mich einfach langsam mit ihr herschleichen. Weil ich meine, die läuft ja hier einmal einfach nur im Kreis. Wahrscheinlich kann ich einfach einmal drumherum, oder? Ich warte lieber, ich habe keinen Bock, dass sie mich gleich sieht. Okay, so geht's vielleicht. Ich lebe schon gerade sehr gefährlich, ich weiß das. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gerade alles riskiere, aber ich habe keinen Bock, so ewig zu warten. Oh fuck, jetzt wird scheiße. Ich muss es richtig gut timen jetzt. Oh Gott. Läuft noch eine Runde. Warum läuft die noch eine Runde? Das. Geht die nicht mehr zurück? Willst du mich verarschen? Muss ich einfach die ganze Zeit folgen? Muss ich einfach da vorne vorbeirennen? Oh nee, du. Das ist ja schrecklich. Hier halt nicht vorbei. Oh mein Gott. Oh, ich habe das Gefühl, man sollte hier von der erwischt werden, muss einfach vorher wegrennen, um dann hier drunter durchzukrabbeln.
Aber wir haben das gerade ziemlich gut gelöst. Wir sind fucking Solid Snake. Sehr schön. Hier hätte ich mich verstecken können nochmal. Okay, rein hier. Sag bitte, ich bin kurz einfach sicher. Nein, bin ich nicht. Bin ich auf keinen Fall. Finde Jane. Kann doch. Ich will was lesen. Ja. Okay. Tim kommt letztens immer so spät nach Hause. Meistens, wenn ich sogar schon schlafe. Wie solltest du sich um unsere Familie kümmern können, wenn du so weitermachst? Okay. Ich weiß, einfach geduldig sein ist eine Sache, die ich tun könnte. Tim sagt, dass er nächstes Jahr seinen Job ein bisschen flexibler gestalten könnte. Okay. Bis dahin hätten wir schon unsere Familie angefangen. Sie wollen wahrscheinlich ein Kind bekommen. Oh, das wäre so süß. Okay. In letzter Zeit reden wir nicht sonderlich viel. Aber er ist immer schon die einzige Person gewesen, die mir wirklich zugehört hat. Völlig egal, worum es ging, er hat mich immer unterstützt. Okay. Manchmal war ich bestimmt ziemlich nervig mit meinem Schreiben, aber er war trotzdem da für mich. Er hat mir seine dämlichen Ideen gegeben, aber er war da. Das hat gezählt. Okay. Also ein netter Dude. Appreciate ich. Kann ich noch irgendwas anlesen nochmal? Ne, das ist alles irrelevant. Aber wir können immer spotten, welche Briefe von unserer Frau sind und was völlig egal ist. Hi. Willst du mit uns reden? Oh, hier war auch ein Schlüssel. Jane könnte in einem anderen Gebäude sein, finde einen Weg zu ihr. Ja, okay. Mach ich. Das mache ich doch gerne. Oh Gott. Ja, hier wird gleich wieder die Frau kommen. Weiß nicht, ob ich das so geil finde. Wahrscheinlich nicht so geil. Ich bin jetzt halt überall Verstecker, das ist halt... Okay, ist hier irgendwas vielleicht hinter? Nein, da. Nein, 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 nein. Puh. Okay, da waren wir überall. Ist das da offen? Okay. Wenn wir keine Keycard haben, aber in den Laborraum rein möchten, müssen wir AJ kontaktieren. Der im zweiten Flur wartet. Ich schätze mal, da wird auch eine Karte sein. Okay. Dann mal in den zweiten Stock, ne? Oder auch nicht. Geht's nicht? Ich schätze, er geht einfach nicht. Der ist kaputt. Muss ich irgendwie den Strom wiederherstellen oder so? Okay. Ich habe kein gutes Gefühl hier. Ich habe absolut kein gutes Gefühl im Gebiet hier. Es ist zu still und zu groß und es wirkt zu sehr nach. Du wirst gleich verfolgt und musst dich hier verstecken und währenddessen irgendwelche Sachen suchen. Das macht Spiel übrigens ziemlich gerne. So eine Sache, die einfach jeder Gamer hasst in Horrorspielen. Man wird verfolgt, ein Gegner ist in der Nähe und währenddessen musst du Sachen einsammeln oder so. Das ist wirklich einfach der größte Albtraum. Da geht's auch nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Hier geht's bestimmt rein. Okay, ja. Hier fehlt eine Sicherung, ne? Scheint so. Das war so klar. Ja, wie soll ich jetzt an dir vorbeikommen, Mann? Dir einfach langsam folgen und hoffen, dass du dich nicht umdrehst. Was machst du? Gehst du da rein? Kannst du die Tür bitte aufmachen? Please? Natürlich nicht. Okay, hier in dem Raum könnte ich mich zumindest kurz verstecken. Ich gehe mal stark davon aus, sie dreht sich gleich um. Nein. Okay. Wo geht die jetzt hin? Okay, jetzt drehst du dich um, oder? Das heißt, ich muss mich dann wahrscheinlich hier kurz verstecken. Ja, die kommt jetzt wahrscheinlich hier zurück. Ja, okay. Das heißt, ich verstecke mich kurz hier drin. Warte, bis sie hier vorbeiläuft und dann... Okay.
Wo verstecke ich mich hier dann? Am besten hier, weil ich dann genau sehe, wo sie langläuft, ne? Okay, so. So sehe ich schön viel. So schön so, ne? Ein bisschen angenehm hier reinstarren. Warten, bis die nette Frau vorbeiläuft und dann schön in den Fahrstuhl reinspringen und Spaß haben, ne? Das finde ich mal geil. Das ist geil. Bitte geh. Geh nicht hier rein. Sehr gut. Ist er laut. So, im zweiten Stock sollte eine der Keycards sein, mit der wir dann in das Labor reinkommen, wo anscheinend Jane ist. Wenn ich nicht einfach die ganze Zeit wegrennen würde, wäre das Spiel 2 Stunden kürzer wahrscheinlich. Okay. Hier irgendwo ist irgendwas, was wir brauchen. Weiß nicht wo. Da rein? Ja. Das war nicht schlecht. Das war gut. Ich bereue, was ich getan habe. Ich bereue sehr, was ich getan habe. Oh mein Gott, warum bin ich hingegangen? Ich gehe nie wieder in den Raum, wo ich nicht hingehen muss. Nie wieder. Es tut mir leid, wollte ich nicht. Was ist das da? Ist das ein Schlüssel? Nein. Okay, fuck mal, da will ich nicht hin. Ich bin einfach nur... Wo sieht es am schlimmsten aus? Da muss ich wahrscheinlich lang. Spiel, bitte. Danke. Oh, nö. Die kommt 100 Pro gleich wieder. Ja. Ach nee, ach nee, ach nee, ach nee. Kommt die hier rein? Ich bin mal ziemlich gut darin, die auszuweichen, deswegen komm ruhig. Die kommt nicht wirklich rein, oder? Oh nö. Die ganze Zeit vorher hast du nur die Räume angeguckt. Okay. Wie rum gehst du? So rum, alles klar. So, da kommst du gar nicht hin. Nein, das ist aber. Da machst du mir ziemlich einfach, weißt du? Ich hätte dich auch hier juken können. Das wäre kein Problem gewesen. Ich hätte dich verarscht, weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Okay. Puh. Spiel ist. Oh Gott, da kommst du doch hier hinten hin, oder? Das war so klar. Ich hätte nichts sagen sollen. Weil ich jetzt angegeben habe, muss ich auch beweisen, dass ich ganz gut mit der klarkomme. Ich muss zugeben, das war nicht schlecht. Meine Monster-Ausweichkünste steigen täglich. Das wird wahrscheinlich nicht durchs Blut laufen, oder? Muss ich aber. Warum leckt das Spiel manchmal so? Ein bisschen nervig. Okay, schnell hier rumgucken. Aha. 1, 6. Oh Gott, okay.
Ich hab keine Ahnung, was denn scheiß Passwort ist. Wo soll ich das denn wissen? Ah, 183476. Was? 8347. 1. 1. 8. 3. 7. 4. 6. Komm bitte nicht hier hinten hin. Okay, kann ich von hier oben. Ja, kann ich lesen, okay. 1, 8, 3, 4, 7. Hatte ich es eben falsch? 1, 8, 3. Ich schreib's ja kurz auf. Ja, komm, scheiß auf. 1, 8, 3, 4, 7, 6. 1, 8, 3, 4, 7, 6. War es richtig? Kommt doch niemals hier hinten hin, oder? Das wäre komplett assi. Oh, hi. Ich würde gerne hier arbeiten, weißt du, ein bisschen Weg. Nein, 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 das machst du nicht. Ich würde sagen, du kommst niemals hier hinten hin. Vielen Dank. Sehr, sehr unfair gewesen. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 7, 6. Nee, okay. Ich bin jetzt ein bisschen nervös hier. Ah, hat geklappt. Diesmal hat es geklappt, ne? Ja, hat jemand was falsch eingegeben? Wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen hoffen, dass du jetzt nicht nochmal hier reinrennst. Erstens. Ach, komm. Kann ich die verarschen? Ja, kann ich tatsächlich. Also warten wir einfach, bis der durchläuft und dann irgendwie und so. Wo war ich eigentlich eben? Weil es war eben der dritte Stock, ne? In den ich zurück muss, um die Karte zu benutzen. Ja, wo ist die? Ich wusste es. Ich will gerade rausgehen, aber hundertprozentig ist sie noch irgendwo hier drin. Weil die läuft ja immer den gleichen Weg. Läuft die jetzt hier mir vorbei? Da drin. Das ist gut. Oh nö. Wie? Komm ich gar nicht durch. Wo war der Fahrstuhl? Ich bin so tot. Ey, nö! Verpiss dich! Ist das der Fahrstuhl hinter mir? Ich kann mich nicht bewegen! Tschüss! Oh Gott! Das war unangenehm. Okay, dritter Stock war's, ne? Ja. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du direkt wenn dich hier oben hinteleportierst. Das wäre sehr assi. Dankeschön. So, wo hier? Okay. Dankeschön. Einfach da rein. Tür auf. Ich laufe durch. I don't care. Ich laufe hier rein. Oh. Die Fäden. Find Jane. Gerne. Oh ne, schon wieder. Hast du diese Frau so? Das ist nicht Jane, die auch, aber. What the fuck? Geisterbeschwörung. Kann ich nicht mitnehmen, ich muss da irgendwas reinmachen. Ist das Vieh noch da?
Okay, ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwas haben, um die Geistbeschwörung zurückzumachen oder so, zurückzunehmen. Dankeschön. Ich hab grad gesagt, guck einfach nicht hier hin. Ich glaube, wenn der mich sieht, sieht das Mädchen mich auch. Was nicht gut ist. Also, was machen wir jetzt hiermit? Wie zünden wir es jetzt an? Nimm einfach eine andere Flamme. Oh. Okay. Damit einfach angelockt, alles klar. Also hier hätte ich einfach, ich hätte einfach da reingehen können. Was wahrscheinlich smarter gewesen wäre, statt direkt an ihm vorbeizugehen. Okay, da ist noch so ein Ding. Und die läuft direkt daneben rum. Kann ich hier durch? Nein. Okay. Was genau muss ich denn jetzt hier machen? Ich hätte ja kaum vorbeilaufen können, wenn der da ist, ne? Ich brauche noch so ein Ding. Woher? Ach komm. Okay, okay, okay. Wie? Was? Warum? Wieso hast du mich gesehen? Wieso? Du dumm Bitch! Fuck you! Ja, ich bin ja tot. Oder... Vielleicht ist sie dämlich. Wo bin ich wohl? Ja, okay. Ich warte. Wenn du rüber guckst... Geh ich da hin. War das jetzt scheiß Timing? Was geht, okay. Okay, okay, okay. Was mache ich jetzt hier? Hier wahrscheinlich rein, ne? Oh, nett. Dankeschön. Okay, wo gehst du jetzt lang? What? Ich hätte gerade eine Tür aufgemacht. Ist voll nett von der. Ich muss jetzt das Ding hier gleich anmachen. Der wird jetzt davon angelockt, oder? Ja. Warte, 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 wie soll ich jetzt an dem vorbeikommen? Da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Tust du mir jetzt was an dabei? Nee, ne? Nee, du bist nett. Du bist ganz nett. Okay, ich gehe mal von aus, ich muss jetzt nach links. Aber wofür habe ich das überhaupt gemacht? Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich meine, ich hätte auch wahrscheinlich auch so dahin gehen können, oder? Du bist jetzt hier rechts. Nee, wahrscheinlich musste ich hier lang. Und es gab keinen anderen Weg, oder? Ja, ich schätze mir, gab es keinen anderen Weg hin. Die Reflexion am Boden sieht ziemlich geil aus von dem Licht. Oh nee. Was gibt's hier dran? Irgendwas zum Lesen? Okay, kann ich auch nicht lang. Ich muss übrigens sagen, die Speicherpunkte vom Spiel sind ziemlich kacke. Wenn man einmal stirbt, muss man sehr viel wiederholen. Das ist meistens nicht so geil. Okay. Shane, es geht um einen Brief der Eltern an den Aufpasser von Shane in der Akademie hier. Shane hat einen mentalen Zusammenbruch. Die erste Diagnose scheint zu zeigen, dass er Halluzinationen von Stress bekommt. Neurologische Probleme. Okay.
Okay, und die Eltern haben gesagt, dass Shane vielleicht für einige Monate nicht kommen wird. Okay, gut, hier geht's nicht weiter. Das war einfach nur ein Brief zum Einsammeln. Wahrscheinlich hat er nicht wirklich was Wichtiges gehabt. Das ist einfach nur eine Bonusinfo. Okay. Ich weiß nicht genau, was ich hier wo einsammeln muss, aber ich gucke einfach überall nach. Verpasse ich irgendwas, muss nochmal zurückrennen, was in dem Spiel sehr nervig ist. Weil man nicht rennen kann, sondern überall hin schleichen muss. Oh, nix, 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 nix. Geht's hier weiter? Ja. Okay. Was passiert hier gerade? Oh fuck, my life. Kann ich mich doch verstecken? Okay. Oh, verschwundenes Mädchen tot gefunden. Am 3. Oktober hat die Polizei den Körper von Mrs. Patra Srisakul Bell in dem Multifunktionsraum gefunden. Okay, also hier drin wahrscheinlich. Achso, in einem Gebäude, was nicht mehr benutzt wird. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum der Körper nicht gefunden wurde. Okay, der ekelhafte Geruch des Körpers führte dazu, dass der Leichnam doch gefunden wurde. Der Körper war immer noch in der Uniform in Blut eingetränkt. Es gibt noch keine Meldung, ob es ein Selbstmord oder ein Mord war. Ja, aber es wurde eine Menge Nägel in der Nähe des Körpers gefunden. Wir hoffen, dass die Autopsie zeigen wird, was die Ursache des Todes war. Ist das hier nichts sonst drin? Oh Gott. Okay, ich gehe mal stark davon aus, das hier ist einfach das Zimmer des Mädchens. Get out of this place. Ja, gerne. Ich schätze, ich muss einfach den Dingern hier folgen. Oh, wenn alle Kerzen ausgemacht sind, öffnet sich die Tür. Oh, ich muss schon wieder um das Ding hier die ganze Zeit rumschleichen. Okay. Ist ja das erste Mal, dass wir das machen müssen. Hier geht's nicht durch. Auch noch. Was auch immer die da macht. Das ignorieren wir einfach mal. Die ist hier noch. Ich glaube, das ist nicht gesehen, wirklich, oder? Sie nicht. Glaube ich. Hier kann ich nicht rein. Okay, sind es nicht gesehen. Das ist gut. Das heißt, die letzte Kerze müsste wahrscheinlich da irgendwo sein. Ist hier irgendwas zum Lesen? Okay, ein Bild teilen, weiteres. Okay, letzte Kerze ist irgendwo hier in der Richtung. What? Wie hat die uns gesehen? Komm ja nicht, ich lass einfach. Ich komm da eh nicht vorbei. Ach, scheiße, wie sind. Warum hat die uns da gesehen? Die war doch völlig woanders. Ach, scheiße. Vor allem war das ein Versteck, was beim ersten Mal geklappt hat, als die uns da gesehen hat. Na gut, alle Kerzen suchen. Jetzt sind wir in dem Raum. Wo eigentlich irgendwo hier die letzte Kerze sein müsste. Ja, hier drin, okay. Hier scheinen sie relativ safe zu sein. Wie? Ich brauche einen Key dafür? Wo ist der? Oh, fuck you. Okay, ich brauche hier irgendwo einen Key. Ich weiß nicht, wo der ist. Wahrscheinlich hier hinten. Hoffe ich. Hier kann ich mich verstecken im Notfall. Okay, gut zu wissen. Trotzdem, wo ist hier ein Key? Geht da rein? What? What? Okay, hier muss irgendwo ein Key liegen, den ich nicht gesehen habe. Ach, ich glaube, ich weiß wo. Der Key war hier.
Ich meine, ja, okay. Hätte man vielleicht sehen können, wenn man wirklich drauf geachtet hätte. Aber wenn man retarded ist wie ich, ich bin zu müde. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, die wird gleich da rauskommen, sobald wir hier die Tür aufmachen. Aber mal sehen. Hey, das ist wieder ihr Zimmer. What the fuck? Okay, machen wir es mal aus. Doch nicht? Kommt jetzt hier lang? Ja. Okay. Kommt sie bis wirklich ganz hinten kommen. Das wäre ziemlich böse. Wenn ja, verstecke ich mich einfach da drin. Don't do that. Och. Okay. Das Spiel ist zwar relativ gruselig und ziemlich cool gemacht, aber irgendwie nach einer Zeit nervt das einfach nur, dass man sich die ganze Zeit nur um sich rumschleichen muss. Weil sie funktioniert im Prinzip immer genau gleich. Sie ist nicht mehr gruselig, sondern einfach nur noch nervig. Am Anfang war die creepy, ja. Jetzt weiß man halt genau, was sie macht, wenn sie einen fängt. Die läuft so unglaublich langsam, läuft immer die gleichen Wege, dass man halt immer einfach hinterher schleichen muss. Man kann wirklich richtig nah an sie dran, weil solange sie einen nicht sieht, die hört dann halt nicht. Du kannst im Prinzip machen, was du willst. Du kannst die ganze so machen. Sie ist so, ob ich feppen würde, wenn ich sie nicht mal anmache. Geil. Okay. Lauf bitte einfach. Gut, jetzt muss ich zum Beispiel einfach in dem Raum da 2 Minuten wahrscheinlich warten. Bis sie einmal nach ganz hinten gelaufen ist, wieder umdreht und dann wieder zurückkommt, weil ich muss ja da hin. Die Frage ist auch, wenn ich mich da verstecke, geht es vielleicht zuerst da rein? Ich gehe mal hier rein, ich habe das Gefühl, die geht zuerst da rein. So, dreht, komm einfach wieder her. Komm, ich muss an dir vorbei. Please, komm. Komm, komm, komm. Das Wackeln macht voll Spaß. Ziemlich cooles Feature, das sollte eigentlich jedes Horrorgame haben übrigens. Okay, jetzt geht es da links lang. Was heißt, ich kann jetzt endlich an ihr vorbeilaufen. Okay, ich sprinte jetzt nicht. Ich bin so langsam genüsslich. Hier lang schla... Oh, fuck it, ich sprinte. Okay. Können wir jetzt hier durch? Ja, sind wir jetzt wieder bei uns zu Hause. Oh. Ich dachte... Wo bin ich? Wo zum Fick bin ich? Wo ist dieser Ort? Ist Jane hier? Vielleicht. Oh, nicht noch mehr von der, bitte. Jetzt reicht's gerade. Jetzt kurz mal einfach ein bisschen. Lass mich kurz ein bisschen entspannen spielen. Dankeschön. Was war das? Das klang wie so ein Blutding. Hat sie sich gerade hierhin teleportiert? Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Okay. Hallo? Das hier? Was ist? Puppe voller Nägel. Und das Gesicht einer Frau ist da drauf gepinnt. Wahrscheinlich ist das meine Frau? Irgendeine Frau? Möchtest du vielleicht weiter erläutern, ob du diese Frau kennst? Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du es erwähnt. Okay, also wahrscheinlich ist einfach irgendjemand verflucht hier. War das? Das ist irgendeine Kunstgalerie oder sowas, oder? Ich glaube, es ist eine Kunstgalerie. Ich dachte, ich hätte sie da gerade hinten gehört. Ich ist nicht gerade so Bock, dass sie nochmal da hinten irgendwo rumgammelt. Okay. What the fuck ist das für ein Raum? Oh. Das geht wieder um den Liebeszauber, den die hatten. Tatsächlich ist der Liebeszauber keine wirkliche Liebe, sondern das Ziel wird einfach nur heimgesucht von einem Geist, der zusammen mit der Erde kam. Das Ziel wird nach einer Zeit seine eigene Identität verlieren und der Geist wirkt. Oh, okay. Und der Geist wird dem Hexer folgen bis zum Ende des Lebens des Ziels, weil schon eine kleine Trennung in große Schmerzen resultieren würde. Sie werden für immer zusammen sein. Ich
Richtung ist er hinter mir. Okay. Das ist creepy. Ich schätze mal, da geht's um die eine Frau. Ich schätze mal, die Frau ist halt nicht wirklich in wen auch immer verliebt gewesen, sondern ist einfach verflucht gewesen. Oh Gott. Layers of Fear. Was geht? Sehr schönes Bild. Wunderschön. Was ist für ein... Ich kann es nicht lesen, weil ich zu hell ist. Könnte es ein Symbol sein? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht wichtig. Völlig irrelevant. Okay. Das ist normal. Okay, die geht wieder auf. Ich würde schon meckern. Was machst du da? Okay, das würde ich gerne lesen, aber ich gucke dabei gerne in die Richtung so ein bisschen. Kann ich nicht? Ein bisschen Angst immer. Okay. Achso, von Jane wieder ein Tagebuch, alles klar. Ein weiterer Tag, an dem ich nichts mache und zu Hause bleibe. Tim hat mich angerufen und mir gesagt, dass er leider noch nicht fertig mit seinem Job ist, obwohl er mir versprochen hat, dass wir heute Abend was essen gehen. Er muss sogar an den Tagen arbeiten, an denen er frei hat. Was zur Hölle soll das denn? Was ist mal mit unserem Tag zusammen? Okay. Manchmal habe ich das Gefühl, es liegt vielleicht an mir. Ich war nie so gut im Reden, wie ich im Schreiben bin. Okay. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich vielleicht einfach was für ihn tun sollte, ihm was Gutes tun sollte oder für ihn da sein sollte. Sollte ich mein Leben für ihn ändern? Ich komme nicht mit diesem Gedanken klar. Okay. Muss auch nicht, alles okay. Alles supidubi. Wie viele Sachen habe ich ja schon eingesammelt? Sieht man das irgendwo? 4 von 11 von Jane. Student Spirit 9 von 18. Preta 2 von 5. Preta war doch dieses riesige Ding, oder nicht? Meine ich. Oder? Bin gar nicht mehr ganz sicher, wie hier was hieß. Aber ich meine, der Preta war das Riesending. Oh Gott. Hallo? Hallo. Noch ein Symbol. Okay, ich weiß nicht genau, was ich mit denen anfangen soll, aber ich habe Symbole. Ich schätze, ich muss all drei Zettel sammeln. War hier schon? Naja. Wo muss ich denn noch hin? Ich meine, ich habe das zweite und dritte gefunden, das erste aber gar nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwo hier liegen lassen. Hier vielleicht? Was? Das muss ja irgendwo sein. Okay, ich bin definitiv irgendwann vorbeigelaufen, oder? Wahrscheinlich einfach von da, wovon ich eben gekommen bin. Ging es noch weiter? Oder gab es noch einen anderen Weg? Hier vielleicht? Was war das? Die ganzen Geräusche, Mann. Hallo? Nee, hier ist nichts. Nee, what the fuck? Okay, also vielleicht... Warum ist die Musik so angespannt? Wenn ein Gegner da ist, ist die Musik komplett ruhig und dann ist nichts los und dann ist die Musik creepy. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Nicht gut. Ich darf nicht, wo es ist. Ah, hier ist doch... Nee, ich dachte, das wäre eins von diesen Symbolen, die wir eben gesehen haben. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Was ist das überhaupt? Streckbank? Da ist ein Fernseher, der ist schön. Was ist das Ding? Ich würde schon sagen, von wo kommt dieses scheiß Geräusch? Vielleicht da hinten die Tür. Nein. Ist hier irgendwas dran? Nein. Oh, ich habe keine Ahnung. Try to unlock. Ich weiß nicht, was das letzte ist. Find a password. Nein, ich will... Brech ab. Dankeschön. Ich weiß ja... Kann ich irgendwie auch gucken, was die Codes waren? Oder die Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe? Nicht wirklich, ne? Was ist denn das hier? Nee, das ist was anderes. Das zweite Symbol. Das dritte? Warte, wenn ich die übereinander halte wahrscheinlich, oder? Oh, ich kann das Ding nicht umdrehen. Es existiert nur auf einer Ebene. Oh! Oh, okay. Okay, sie sehen halt Sachen aus wie Sachen, die ich übereinander legen muss oder so. Kann ich vielleicht irgendwie hier da drauf legen, dann vielleicht irgendwie eine richtige Anordnung irgendwie platzieren oder so? Ach komm. Ernsthaft? Alles klar. Okay, anderes Papier.
Okay, ich muss das irgendwie jetzt richtig anordnen, dann kriege ich wahrscheinlich den Code, den ich... Oh! ESL! Dankeschön. 953, oder? 953, glaube ich. ESL. ESL, alles klar. 953. Okay, gut. 95. Tada! Wunderschön. Bitte schicken. War da hinten gerade was? Ich glaub, da hinten hat sich gerade was bewegt. Oh Gott. Jesus. Und nö. Langsam reicht's mit dir. Du nervst. Ich will einfach dir vorbeigehen. Ja, ja, mach was du willst. Ich schleich einfach hinter dir, ja. Du bist nicht so gruselig, weißt du? Kann ich hier durch? Okay, ich würde. Oh Gott, Blut. Hallo. Oh. Okay, ich kann es auf jeden Fall nicht mit der Hand aufmachen anscheinend. Ich brauche irgendein Werkzeug. Ich weiß nicht was oder wo. Hey, what? What? Oh nö. Da kann ich gar nicht lang. Fuck. Okay, ich muss mich drin verstecken. What the fuck? Wie bin ich jetzt. Okay, das sind die, mit den Switches und den ganzen verschiedenen Umgebungen machen die sehr gut. Teilweise ist man nicht mehr sichtbar. Ist hier gerade Blut im. Ne, ist ein Außenblock, langsam Blut in meinem wunderschönen Kabinett hier kommen würde. Weil die machen das sehr gut mit dem Umgang. Man ist. Mit den Übergängen. Man ist teilweise überhaupt nicht sicher, in welchem Gebiet man jetzt ist, ob man da jetzt eben doch war. Vor allem an den Stellen, wo man echt nicht damit rechnet, wie eben gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt wieder so einen Switch bekomme. Kommt der gut hier rein? Das, die läuft halt so langsam. Ich meine, es ist halt okay, wenn man die hinterher schleichen will oder so, aber wenn man einfach nur wartet, dass sie weggeht, das ist nervig. Ist hier. Bist du hier irgendwo? Bis da hinten. Okay, kann ich an dir vorbeilaufen einfach? Ja, kann ich. Wie hast du mich denn jetzt gesehen? Oh, komm. Ja. Ach. Ja, ja, ist okay. Ich kann mich wahrscheinlich nirgendwo verstecken, oder? Okay. Da. Vielleicht klappt das ja. Keine Ahnung, vielleicht klappt das. Unwahrscheinlich. Kann aber sein. Das klappt ja wirklich, oder? Wahrscheinlich schon. Das hat wirklich geklappt. Okay. Bitte dreh dich langsam um. Oh, lauf doch mal schneller weg. Ich muss hier wahrscheinlich lang. Kann ich raus, während du da stehst? Ja, kann ich. Das wird sie bestimmt nicht raffen. Ist nicht dein Ernst jetzt. Das klappt wirklich? Du guckst ja gerade sogar rein. Bitte geh weg. Dankeschön. Okay, anscheinend verlässt sie den Raum nicht mehr, weil die smart ist und weiß, dass wir hier sind aus irgendeinem Grund. Ich würde sagen. Da bin ich hier lang. Okay. Wir kommen jetzt auf jeden Fall dran vorbei. Endlich. Alter, das dauert wirklich lange teilweise. Nein, 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 bitte sieh mich nicht. Okay, danke schön. So, ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Aber ich bin irgendwo. 3-3. Ich weiß nicht, ob das ein Code ist oder so, den wir brauchen. Möglicherweise. Oh. Kommt der fast? Anscheinend. Wo gehen wir hin? Ich sage es halt, ich weiß nicht, wo ich bin. Oder wo ich hin muss. Oder was ich überhaupt machen soll. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Ich kann mir gar nicht umgucken, ne? Nicht wirklich. Da ist ein Zettel. Vielleicht sagt er mir irgendwas. Selbstmordnotiz, what? Vater, Mutter, es tut mir so leid. Ich habe unglaubliche Schmerzen. Ich kann ohne sie nicht mehr weitermachen. Okay.
Ich muss mit ihr sein, wo auch immer sie ist. Nichts kann es auseinanderreißen, nicht einmal der Tod. Okay. Also ihr Freund wahrscheinlich hat... ihr Freund, also die Person, die wahrscheinlich vorher sie verflucht hat, hat sich danach umgebracht, nachdem sie gestorben ist. Schätze ich zumindest. Wo muss ich jetzt hin? Ja, okay, ich wollte nochmal. Vier? Mit drei waren wir? Ja, vier, schätze ich. Nein? Zwei? Zwei, okay, vier. Alles, ach so, ich bin in. Okay. Muss ich überhaupt zu zwei? Ich meine, da war ich doch schon, oder? Was war nochmal zwei? Ich weiß nicht. Ich hab kein. Warum höre ich die ganze Zeit die scheiß Frau? Überall. Na, hier ist Fall. Oh, hallo? Oh, langsam nervt das mit Jane. Why do you keep running away from me? Ja! Beantworte bitte diese. Jane! Okay. Da geht's offensichtlich nicht lang. Jetzt muss ich vielleicht irgendeinen anderen Weg finden, um wegzukommen oder so. Sag mir nicht, die ist wieder gleich hier. Okay. Ist hier irgendwas? Hier kann ich mich verstecken. Hier war ich, aber auch schon mal. Das ist alles Ort, an dem ich schon mal war. Ich weiß nicht mal, wonach ich jetzt suche. Irgendwie muss ich die Tür da öffnen. Aber wie mache ich... Oh, hallo. Fotograf von einem unbekannten Ritual. Ein Mönch, der versucht, eine Frau zu retten. Da geht's nicht durch. Okay. Okay, auch nix. Hier ist nirgendwo irgendwas drin. Muss ich hier überhaupt sein? Vielleicht soll ich hier gerade gar nicht sein. Ich meine, ich habe zumindest gerade eine Notiz gefunden, die wahrscheinlich vorher schon da rumlag. Ich glaube, ich bin hier falsch. Dann gehe ich halt... Was soll ich überhaupt machen? Ich bin da, kann ich nicht durch, ne? Nein. Hier ist wohl Blut. Ich folge mal... Ah, dankeschön für diesen Tipp. Wow. Wow. F201. Was hast du gerade gemacht? Jetzt will ich gerade lesen, was du gerade gemacht hast. Heiliges Wasser. Alles klar. Heiliges Wasser ist eins der... Achso, eins der bekanntesten heiligen Objekte. Es hat die Kraft, jedes Böse zu verscheuchen. Heiliges Wasser muss durch heilige Rituale erschaffen werden. Aber es kann nur pures, also es kann nur heiliges, geeignete Flüssigkeiten benutzt werden. Wenn es mit dreckigen Substanzen wie Blut oder Urin in Kontakt war, verliert es seine heiligen Attribute. Okay, kann ich das Wasser jetzt nehmen? Weil ich meine, ich habe offensichtlich gerade was Gutes damit gemacht. Ich habe das hier... Oh, nee. Oh. Oh! Ja, was hast du davon, dumm Bitch? Selbst schuld, ne? So was passiert. Was auch immer ich jetzt machen muss. Warum nehme ich das scheiß heilige Wasser nicht mit? Das könnte hilfreich sein. Oder nicht? Nein? Okay. 1102 war es? Meine ich. Ich probiere einfach alle Räume aus, wir werden schon finden. Nope, 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 nope. Wahrscheinlich du, ne? Ja. Oh Gott. Das sieht aber schön aus. 11306. Was ist jetzt hier? Ah. Versteckter Geist. Okay, Versteckenspiel macht Spaß, bis es dunkel wird. Hier geht es um einen Geist. Denn immer wenn es dunkel wird, wird der versteckte Geist dich in eine andere Dimension verschleppen. Das erklärt, warum viele Kinder verschwinden, wenn die Nacht kommt. Okay, weil sie Verstecken spielen mit dem Geist. Das macht bestimmt Spaß. Oh, es gibt so eine Creepypasta, die heißt
allein der Name der Creepypasta ist wirklich mit Abstand gruseligste Name einer Creepypasta, finde ich. Weil einfach nur der verdammte Name der Creepypasta einen so unangenehme Gedanken in den Kopf setzt. Und die Creepypasta heißt einfach How to Play Hide and Seek Alone. Oder auf Deutsch halt, wie man alleine Verstecken spielt. Ich muss nur den Namen hören und dachte mir schon, boah. Okay, ich kann mir denken, da geht es um sehr abgefuckte, gruselige Sachen. What the hell? Noch ein Schlüssel? Ah, ich kann mich damit durch verschiedene Dimensionen teleportieren, oder? Okay, 306 muss denn hier sein, oder? Ah ja, tatsächlich. Attention. There are rumors spreading around the campus about a senior committing suicide in the engineering building. Please be aware that it was a hoax. Everyone, please remain calm. And do not spread further rumors. Thank you for your cooperation. Okay, es ist definitiv wirklich passiert. Sonst würden die das nicht sagen. Schätze ich mal. Okay. Wenn ich die Kerzen ausmache, werden die Sachen ja immer freigelegt. Das heißt wahrscheinlich, kann ich jetzt wieder hoch. Wow, hallo. Das Shit war cool. Shit. Okay. Vierter Stock, ne? Ne, zweiter. Zweiter war es, genau. Okay, ich hoffe mal, das Ding hat für die komplette Tür gereicht. Ich muss nicht noch mehr Sachen finden, damit ich da durch kann. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Bitte sag mich, ich kann jetzt durch. Oh Gott. Okay, ich brauche drei. Wo finde ich die denn alle? Okay, eins ist in die Richtung. Hier, 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 da, hier, da. Da, hier durch. Wie komme ich hier durch? Gar nicht. Cool. Oh! Jetzt bist du aufgegangen, oder was? Willst du mich verarschen? Was ist hier drin? Cherrys Brief. Liebe Eltern von Shane, das hier ist Cherry. Ich muss Ihnen etwas über Shane erzählen. Ihm geht es nicht so gut in letzter Zeit. Ich glaube, er wurde von jemandem verflucht. What? Wir sollten die beiden nicht zusammen sein dürfen. Für Shanes eigene Sicherheit. Oh, okay. Bitte glauben Sie mir, ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Vielen Dank. Also wurde er vielleicht verflucht von ihr? Das macht alles ein bisschen komischer. Ich meine, ich kann mich... Problem ist halt, ich weiß trotzdem nicht, wo die beiden anderen Kerzen sein sollen. In dem Stockwerk hier ist einfach nichts. Von hier sind wir auch das letzte Mal gekommen, im Prinzip. Und hier ist auch nirgendwo der komische Bindfaden an der Decke, dem er jetzt sagen würde, ey, hier ist was. Ich glaube, okay, ich glaube, Stockwerk 4 können wir komplett abhaken, hier ist einfach nichts. I don't know, in 3 war ich eben die ganze Zeit, da war auch nichts. Und in 2 ist die Tür und das ist genauso wenig. Hier kann ich nirgendwo hin noch dazu, ich bin echt verwirrt. Guck mal, hier ist der Faden. Aber ich kann das Ding hier ja nicht aufmachen, oder? Oder kann ich press here? Ja, dann drück doch. Ich muss ein Feuer machen, damit das aufgeht, alles klar. Wie mache ich jetzt ein Feuer? Wie mache ich ein Feuer? Ich muss ein Feuer machen. Feu, feu. Gibt es hier Chemikalien oder so? Waren nicht irgendwo hier? Vielleicht kann ich damit irgendwie ein Feuer entfachen oder so. Also eigentlich müsste irgendwie hier gehen, oder? Wenn ich hier für irgendwelche Sachen kaputt schalte oder so. Nein, darf ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay, eins führt hier hinten hin. Da rein. Okay, da habe ich tatsächlich noch nicht ganz so drauf ge... Ah doch, hier war ich ja schon. What? Also, wo führt das hin? Da oben rein? Aber vielleicht in der anderen... Moment mal. Habe ich überhaupt schon in der anderen fucking Welt mal nachgeguckt, ob ich hier vielleicht weitergehen kann? Nee, kann ich gar nicht raus. Oh, doch, ich wette, ich kann hier raus. Das war so klar. Ich bin so stupid. Okay. Alles klar. Hat sich alles ja wohl mehr oder weniger selbst erklärt. Gut, hier drin... Wird das irgendwo sein? Kommst du hier rein? Weiß gerade nicht. Okay, wo genau muss ich jetzt lang?
Okay, irgendwo da draußen. Oh, jetzt muss ich den ganzen Viechern vorbei, Mann. Das ist doch... Na gut. Wo bist du? Du bist da. In welche Richtung gehst du? Kannst du mich bitte nicht angucken? Okay, du guckst jetzt dahin. An dir komme ich doch gar nicht vorbei. Okay. Das könnte problematisch sein. Wie komme ich denn dir vorbei? Gar nicht, oder? Ja, ich bin im Arsch. Ja, ich bin so. Außer die komplett behindert läuft jetzt an mir vorbei. Oder warte mal. No way hat das geklappt. Oh mein Gott. Okay, laufen wir weiter. Ey, was mache ich denn jetzt? Kann ich an dem Geist vorbeilaufen, ohne dass ich sterbe? Ich weiß es nicht. Ich probiere es. Schlecht, 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 schlecht. Okay. Okay, die Geister verschwinden, glaube ich, sobald die mich einmal gesehen haben, aber dann weiß sie einfach, wo wir sind. Das ist okay, das ist okay, das lässt sich vertragen. Damit komme ich klar. Okay, sie ist weg. Gut. Das heißt, wir gucken einfach hier weiter. Hier wird irgendwas sein, was wir brauchen. Ja, okay. Problem ist, wir haben keinen Stab. Ist da einer? Ja, da ist einer. Bitte guck weg. Nimm doch! Bist du behindert? Dankeschön. Bin tot. Alter. Never klappt das. Jesus, okay. Ich habe mich gerade hinknien müssen, hätte ich das Ding nehmen können. Habe ich nicht gemacht, weil ich dumm bin. Jetzt können wir den Geist rechts wahrscheinlich ablenken und dann an dem vorbei. Die Sache ist, man muss die ja nicht mal unbedingt ablenken. Man kann einfach so dran vorbeilaufen. Das war einfach gefährlicher, weil der Geist, weil dann halt sie immer wieder kommt. Hier, wir machen die Tür sogar auf. Ich bin nett. Bitte komm her. Kommst du? Vielen Dank, bitte sieh mich nicht. Okay, danke. Jetzt muss ich halt irgendwie hier durch wahrscheinlich, ne? Hier muss ich rein. Ah, oh, doch, ich hab den. Den Key hab ich sogar. Thank God. Ich, Alter, hätte ich jetzt nochmal einen Key suchen müssen. Ich hätte geweint. Was ist das? Cursed Nail Jinx, okay. Oh. Oh, okay. Sei vorsichtig, wenn du den Fluch benutzt. Wenn das Ziel Bescheid weiß und die Puppe loswerden kann, wird der Fluch auf dich zurücktreffen. Das Leiden wird viel schlimmer sein und kann sogar zum Tode führen. Okay, das heißt, sie wollte wahrscheinlich den Typen haben. Er wusste davon. Ja, wir haben ja gerade sogar mitbekommen. Ich mach das mal weg. Dass, ich glaube, die Ex-Freundin von ihm ihn die Eltern gewarnt hat. Wahrscheinlich haben die sich dann zusammen mit ihm drum gekümmert. Oh, nee. Den Fluch loszuwerden. Klappt das? Es muss klappen, komm. Hier nur durchgucken oder so? Nein. Okay, das heißt, wir haben jetzt 2 von 3. Wir müssen nur gucken, wo das letzte ist. Ich habe keine Ahnung, wo das letzte ist. Irgendwie werden wir schon finden. Ich glaube, fürs letzte müssen wir irgendwie Feuer entfachen. Weil es war hinter so einem Ding. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Da geht eigentlich nicht durch. Wieso hast du mich gesehen? Nein. Ja, komm, vielleicht können wir es verteidigen. Verteidigt, danke schön. Vielleicht können wir es irgendwie verstecken oder abhauen, oder ich weiß auch nicht.
Keine Ahnung, vielleicht geht's ja irgendwie. Ich finde so langsam. Hier war ein Versteck. Vielleicht kann ich das benutzen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht nochmal alles nochmal machen müssen. Es hat ewig gedauert. Okay. Vielleicht klappt das. Ich bin nicht sicher, ob ich mich hier überhaupt ducken muss, weil ich meine, hier ist eh ein Schutz vor. Ich glaube, hier bin ich safe. Oh, fuck, man. Ah, irgendwann ist man nur noch genervt von der Bitch. Das ist einfach zu viel. Die läuft gerade direkt vor uns her, ich sehe es aber nicht. Oder ist sie hinter mir lang gelaufen? Okay, da. Also ich schleiche einfach hinterher. Und verschwinde dann von hier. Oh ja. Weiter da langlaufen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Nein, es macht keinen Sinn! Oh. Bitte verteidige dich, bitte stirb nicht ins... Was muss ich jetzt neu machen? Was ist jetzt gespeichert, was ist nicht gespeichert? Sag mir nicht, ich muss nochmal alle drei Zettel finden. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Komm schon. Ich hab Angst. Wo fange ich wieder an? Was ist alles passiert? Hat das Spiel gespeichert, als ich die letzte Kerze, also die zweite Kerze ausgemacht habe? What? Okay, ich glaube, ich kann jetzt einfach warten, bis die hier den Raum dann verlässt. Und dann müsste ich eigentlich abhauen können. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo das dritte Ding ist. Ich werde schon irgendwo finden. Eines Tages. Irgendwo. Das wird schon. Die haut nicht ab, ne? Die bleibt einfach für immer jetzt hier stehen. Was ein kompletter Witz ist. Die verlässt einfach diesen verfickten Raum nicht. Wieso? Das macht keinen Sinn. Die hat mich hier nicht gesehen. Lass mich jetzt mal einfach raus. Ich meine, die sieht mich halt sofort, ne? Wahrscheinlich. Will sich verarschen. Jetzt bewegt sich in die Richtung. Was soll ich denn machen? Hier hinterherlaufen? Der Typ, der sieht mich dann aber halt. Bitte sieh mich einfach nicht. Muss ich einfach rennen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich an der vorbeikommen soll jetzt. Ich bleib kurz einfach so, hoffe, dass sie mich nicht sieht. Und dann, wenn sie sich nach rechts dreht, laufe ich einfach hier dran nicht vorbei. Ist die einzige Idee, die ich habe. Das kann nicht klappen, ich muss daran vorbei. Das kann nicht klappen. What? Okay, ich muss an dem Geistertypen vorbei, aber ich habe kein zweite. Ich muss irgendwo eins vergessen haben. Da hinten vielleicht. Vielleicht ist hier so ein Ding. Ich muss noch so ein Ding bekommen, sonst komme ich nämlich einfach hier nicht dran vorbei. Und dann bin ich im Arsch. Ich hätte hier liegt irgendwo eins, oder? Ah, das war so klar. Das war so fucking klar. Ja, nehme ich. Okay. Ist nicht von dem erwischen lassen, muss ich alles mal. Ist das. Okay, die Safe-Punkte sind nicht unbedingt mega geil. Just saying. Guckst du mal in die Richtung? Ja. Guck bitte weg. Dankeschön. Ja, gut, wenn du jetzt nicht mehr in die Richtung gucken würdest. Keiner von euch beiden. Okay. Jetzt das Ding hier aktivieren. Zurücklaufen. Und wieso siehst du mich denn jetzt? Ich dachte, ich habe dich schon ausgeschaltet. Okay, hier rein. Hoffen, dass der angelockt wird. Hoffen, dass sie mich nicht findet aus irgendeinem Scheißgrund. Und dann kann ich, glaube ich, vorbeilaufen. Und dann bin ich happy. Woher weiß sie überhaupt, dass ich hier bin? Der hat mich in dem Gang gesehen. Deswegen stellt sie sich direkt vor dieses Teil. Okay. Okay. Du bist da abgelenkt, der andere ist da abgelenkt. Ich hoffe, es klappt jetzt. Lauf einfach. Verpiss dich einfach, okay? Einfach, hau einfach ab. Ich will nicht mehr. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich versteck mich kurz da drin. Ich traue der Scheiße nicht. Ich hab das Gefühl, die hat mich gesehen.
Ich weiß auch nicht, wo die gerade festhängt oder so. Weil mein Herz schlägt doch immer noch schnell. Wo ist die? Hallo? Die bewegt sich nicht. Soll ich einfach rennen? No. Was muss ich machen? Nein. No fucking way. Not gonna happen. Ich verpiss mich jetzt hier. Du lässt mich sowas von Ruhe, dumme Scheiß-Bitch. Bitte aktivier einfach so ein Ding. Dankeschön. Thank fucking God. Okay, ich bin völlig woanders gelandet. Finde ich gut. Neuer Schlüssel. 8118. Keine Ahnung, wo das ist. Absolut keine Ahnung, ist mir auch egal, ich würde ihn schon irgendwie finden. Oh Gott. Oh, okay. Geisterreisen. Stehe ich vor drauf, richtig cool. 8118. Wo muss ich dafür jetzt hin? Ich kann nirgendwo lang, okay. Bin ich gerade im ersten Stock vielleicht? Ich glaube, ich bin gerade im ersten Stock. Deswegen kann ich mich an dieses Gebiet auch nicht erinnern. Oder im ersten Stock kam er mit dem Fahrstuhl leider nicht hin, weil der da einfach nicht funktioniert aus irgendeinem Grund. Da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Puh, okay, wahrscheinlich ist... Ah, ich seh's ja. Hier, okay. Irgendwo in der Nähe muss dann wahrscheinlich... Oh Gott. Ja, was ist denn hier wohl drin? Ah, nichts. Komisch. Was eine Überraschung. Ich schätze mal, das ist der Teil, der einfach nicht benutzt wurde. Aus irgendeinem Grund. Ah, okay. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Warum? Sorry, aber... Spielen Entwickler ihre eigenen Spiele nicht mal und merken, hey, vielleicht nervt das mittlerweile mit dem Vieh und ist gar nicht so gruselig. Es ist halt wirklich einfach viel zu viel, ne? Die haben es komplett übertrieben. Hätten es einfach nur am Anfang gelassen vielleicht und vielleicht nur ein, zwei Mal im ganzen Spiel verteilt. Okay, dann wäre sie gruselig, man hätte nie Bock gehabt, dass sie da ist, aber es ist halt trotzdem einfach auf eine gewisse Art gruselig. Jetzt einfach nur noch nervig. Ich weiß, wie die funktioniert, ich will einfach nur nicht sterben, weil ich weiß, dass ich wieder 20 Minuten spielen muss, falls ich sterben sollte. Kann ich da was mitnehmen? Nein. Okay, hier muss ich irgendwas finden, oder? Irgendwo hier mitten im Nichts, während die hier rumläuft, muss ich irgendeinen Gegenstand finden. Hundertprozentig. Will sie mich nicht. Wieso siehst du mich denn? Ah, hier ist ein Dude. Ja, ist voll gruselig. Ich gucke in eine andere Richtung. Vielen Dank. Hier ist irgendwas, oder? Nein. Okay, da rein. Lass mich einfach in Ruhe. Dankeschön. Geh einfach weg. Geh einfach. Ersparen Sie Zeit. Verpiss dich einfach. Ey, das ist halt echt Bullshit, ne? Wieso siehst du mich denn? Ich bin in einer fucking Wand. Warum hat dieses Spiel so einen Hype? Das ist das gleiche Prinzip, wirklich 30 Mal wiederholt. Geh in den Raum, die Frau ist da, finde den Gegenstand, komm wieder raus. Und das war's. Immer und immer wieder. Ich meine, ja, okay, das Spiel ist nicht kacke. Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt, weil das Spielprinzip, ich hasse das. Ich finde das verdammt schlecht. Wo läuft jetzt lang? Wenn ich jetzt rechts hinlaufe, sieht der mich wahrscheinlich sofort wieder. Würde mich verarschen. Jungs, die Chance ist, ich immer genau dann die Richtung umdrehst, wenn ich da gerade langlaufen will. Nein, ich liebe dich nicht mehr. Jetzt halt die Fresse. Nein, ich bin tot. Fuck you. Ich weiß nicht, wo soll ich denn überhaupt hin? Ich muss halt irgendwie aus der Traumwelt rauskommen, bevor der mich jetzt killt. Was überhaupt? Ich habe keine Chance. Alles noch von vorne, großartig. Das macht richtig Spaß. Gameplay. Oder komme ich vielleicht noch irgendwie raus? Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh doch, Moment.
Please. Thank God, Alter. Thank fucking God. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in der richtigen Welt? Ja, das ist, nee, ist die falsche. Glaube ich. Okay. Ich müsste jetzt ja alle haben. Da bin ich jetzt. Okay, ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Das heißt... Wieso bist du... Nee, ich bin in der falschen Welt. Okay. Dann nevermind. Dann gehe ich dahin, glaube ich. Ich habe auch so keine Ahnung. Okay. Ja. Meine ich? Sieht gut aus. Ich glaube, ich bin richtig. Jetzt muss ich zum Fahrstuhl. In den zweiten Stock. Und dann müsste jetzt eigentlich alles offen sein. Ah, oder hier. Okay, direkt einfach durch. Bitte. What the fuck? What the fuck, Mann? Was ist das für ein Gebiet? Wehe, die Frau kommt jetzt. Ich raste aus. Was ist das hier? Brauche ich davon was? Willst du es vielleicht nehmen? Nein? Von der anderen Seite? Geht's noch von hier? Da ist ein Gegenstand, den ich nicht rankomme. Nein, okay, anscheinend ist das nicht wichtig. Den lass einfach liegen, was auch immer. Ist das wie ein Messer oder so? Ein heiliges Messer, was wir anscheinend nicht nehmen wollen. Was ist das hier? Ah, wir müssen das mal ausmachen, ne? Hä? Okay, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was es ist. Es sieht wichtig aus, aber ich darf es nicht benutzen. Ah! Heiliges Wasser, alles klar. Wahrscheinlich müssen die Dummies alles vollwechseln, oder? Die kommen 100 pro jetzt. Ah. Got it. Okay, warum ist der Gegner noch nicht da? Weil das... Wo bin ich hier drin? Safe? Oder kann ich ihn darin fangen? Ich glaube, ich kann ihn darin fangen. Okay. Verschlossen. Kann ich damit Fallen machen? Das wirkt so, ne? Weil die ist ja schon mal in so ein Ding reingerannt, da war so kurz gefangen. Ich mach's einfach mal auf alles, ich weiß nicht genau, was es bringt. Waren das alle? Hier ist nur eins, oder? Ja. Und jetzt? Hier? Ah, ich muss sie alle... Oh, really? Die Dinger aktivieren sich nach einer Zeit wieder. Okay, gut, dann muss ich aber schnell durchrennen. Und alle aktivieren. Gleichzeitig, bevor wieder irgendwas angeht. Schätze ich. Oder? Ah, nee, ist gar nicht die Lösung. Was ist denn das hier? Ah. Oder wofür sind die da? Ist das einfach Fallen, falls ich verfolgt werde? Vielleicht doch. Okay. Oh. Cooles Feature. Das wird Spaß machen. Ich muss hier anfangen. Komm bitte her. Hier, komm her. Danke. Ich muss hier reinlaufen. Dankeschön. Cooles Feature. Das macht Spaß. Okay, wenn sie wiederkommt... Oh, das ist doch dumm. Das ist doch voll nervig. Okay, jetzt muss ich halt zum nächsten. Hier. Kann sie herkommen? Hier. Komm her. Hey. Danke. Okay, jetzt hier durchrennen. Lass mich in Ruhe. Ah ja, das ist dumm. See, what the hell is happening? Ich kann hier gerade nicht umschauen, ich muss einfach gerade hier beschäftigt sein, tut mir leid. Alter, wie... Bin ich in irgendeiner Albtraumwelt? Wo? Oh Gott, nee. Nein! Keine Zeit dafür! Definitiv keine Zeit dafür. Das Problem ist, ich sehe dich jetzt halt auch nicht mal mehr, ne? Ah, das habe ich schon aktiviert. Fuck.
Ich kann ihn nur einmal aktivieren, das ist schlecht. Bitte lauf schneller. Bitte lauf sehr viel schneller. Warum spawnt ihr auch genau da, wo du mich immer am Anfang siehst? Das ist ein bisschen nervig. Komm rein. Okay. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wo die nächsten Dinger sind. Und es dauert super fucking lange. Okay, zum nächsten Rennen. Warum geht's hier nicht weiter? Hier verstecken. Ich sag, du siehst mich nicht. Oh no, no, no! Muss ich jetzt alles von vorne. Muss ich jetzt alles von vorne anfangen? So, komm, bitte. Lass dich fangen, vielen Dank. Jetzt sägen wir dieses Scheißding einfach durch. Ich hoffe, es reicht diesmal, Mann. Bitte, säg's einfach durch. Es ist nur so wenig. Komm. Oh, das ist immer noch voll viel, oder? Packen wir das? Bitte. Säg's einfach durch. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Komm. Nee, nee. Lass es einfach gut sein. Lass es einfach gut sein, Mann. Dankeschön. Renn. Ich will es nicht selbst machen müssen. Tu es für mich. Dankeschön. Lauf einfach. What the hell? Okay, wir sind in der... Hast du mich verarscht? Ich kann nicht mal sprinten. Kumpel, ich kann nicht mal sprinten. Was ist das für eine Kacke? Beweg dich vielleicht ein bisschen schneller. Willst du vielleicht ein bisschen schneller laufen? Bestimmt nicht so... Danke, dass du mir den Weg freiräumst. Das ist wirklich nett. Aber ihr seid direkt hinter mir, ne? Ich muss einfach so schnell es geht kriechen. Vielleicht hilft die Leiche mehr. Du bist ein guter Freund. Bin ich ernsthaft tot? Nee, oder? Oh, das ist... Ah! Klar, das ist natürlich der Typ, der hat gesagt, er wird es nicht mehr aushalten. Also, weißt du was, fick dich. Better get out of here. Fuck off! Scheiß Drecksgegner, Alter. Okay, kann ich hier lang? Ah, jetzt kann ich hier lang. Okay. Ich suche halt immer noch meine Frau. Ja, das ist korrekt. Das bin ich also. Ich sehe sexy aus. Keine Ahnung, wo du bist, Jane. Was ist das? Der Dolch ist die einzige Sache, die mir helfen konnte. Der Dolch, der mir von dem Mönch gegeben wurde. Ach stimmt, ich habe eben eine Notiz gefunden, dass sie Hilfe bei dem Mönch gesucht hat. Und der hat ihr einen Dolch gegeben und gesagt, dass niemand zum Angriff da ist, sondern nur zum Verteidigen. Okay. Ich musste den Dolch vor ihm verstecken. Hinter dem Cupboard, okay? Weil wenn Tim mir nicht helfen würde, dann würde ich es alles alleine machen. Ich bin nicht verrückt geworden. Nee, natürlich nicht. Das ist voll normal. Die ganze Sache hier ist voll normal. Das ist alles voll normal. Hier ist überhaupt nichts Seltsames bei der ganzen Sache dabei oder so. Wie lang laufe ich jetzt noch geradeaus hier? Oh, ich folge den Dingern hier. Ich wollte schon sagen, vielleicht passiert ja gar nichts, aber... Doch. Aha. Okay, hier sind auf jeden Fall die Fäden. Das heißt, ich bin richtig. Warum auch immer die Fäden immer zu meinem Ziel führen, aber was tun sie halt. Warte mal. Muss ich auch noch weiterlaufen? Ja, muss ich, oder? Ich komme ein bisschen Super Mario treppenmäßig vor, als ob es einfach sich mal wieder wiederholen würde. Ist das Fakt, jetzt kann ich zurücklaufen? Nein. Okay, what? Ist der Weg einfach so mega lang? Ich glaube, der Weg ist einfach so mega lang. Komme ich auch irgendwann irgendwo an? Okay, passiert definitiv nichts. Gehen wir rückwärts. Fuck, irgendwas. Hab ich eine Notiz, die. Ja, abhauen. Das mache ich. Ja. Hä? Soll ich einfach immer noch weiterlaufen? Wie lange soll ich denn gerade auslaufen hier? What the fuck? Ich glaube, es sind mehr von den.
Seilen jetzt da, ne? Ja, es sind auf jeden Fall mehr Seile als am Anfang. Ich bin definitiv richtig. Ich glaube, ich muss einfach ewig weiterlaufen hier. Weil am Anfang war es nur ein einziger Faden. Jetzt sind es 20.000 spinnennetzmäßig an der Decke. Ach du Kacke, war das ein langer Weg. Jesus Christ, okay. Ich meine, wir sind sehr nah am Ende. Zum Glück, weil ich bin jetzt echt langsam müde. Ich dachte, das Spiel dauert übrigens nur 2 Stunden. Ich nehme es jetzt seit 5 auf. Ach du Kacke. Okay, wir sind bei mir zu Hause. Wow, das ist ganz cool. Wir sind wieder zurück zu Hause. Und die Fäden hängen einfach überall und halten Sachen in der Luft. Das sieht krass aus. Ich kann das Bild nicht mehr aufstellen. Coole Kleinigkeit. Okay, also ab nach oben. Und wahrscheinlich in ihr Zimmer. Ja, in ihr Zimmer. Kann ich vielleicht einfach rausgehen jetzt? Nein, kann ich nicht. Mein Zimmer? Mein Zimmer, oder? Mein Zimmer. Jetzt. What the fuck? Raus? Kann ich nicht. Hier rein? Geht nicht. Was soll ich tun? Kann ich das hier aufstellen? Nein. Ja, mein Zimmer gibt's halt nicht. Muss da irgendwas hier oben sein. Mein Zimmer ist Licht. Das wird kein Zufall sein. Und hier sind die meisten von diesen Dingern. Ist irgendwas, was ich mir angucken kann? Vielleicht doch ihr Zimmer? Vielleicht ist doch irgendwas drin. Irgendwas. Irgendwo. Oder auch nicht. Weil ich meine, die sind auch keine von den Teilen. Ja, ich bin verwirrt, Mann. Okay, doch unten. Ich muss einfach eine gewisse Zeit einfach rumlaufen, bis was passiert. Oh, kann ich das Telefon nehmen? Nee. Tim. Oh. It's me again. Since your wife's disappearance, you... You seem a bit strange. You don't act like yourself lately. Ja, natürlich, weil unsere Frau verschwunden ist. We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, alright? Please call me back. I'm worried. Okidoki. Da macht sich wohl jemand Sorgen. Vielleicht jetzt hochgehen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier irgendwas? Ich kann mit nichts interagieren. Wenn ich vielleicht irgendwie die Schränke aufmachen könnte oder so, okay, aber... Vielleicht kann ich jetzt hier aufmachen? Ich hätte erwartet, ich müsste vielleicht irgendwo den Dolch finden oder so, aber... Ich meine, der wäre wahrscheinlich in ihrem Zimmer, aber ich habe da ja eben alles abgesucht und da ist halt einfach nichts. Ernsthaft? Die Leiter musste ich mit... Und wahrscheinlich kann ich mit der Leiter irgendwo draufklettern oben, oder? Schrank oder so. Alter, die Sachen sind... Okay. Vielleicht hätte man es sehen können. Ich habe es nicht, überhaupt nicht gesehen. Gar nicht. 0,0. Ist hier irgendwas? Nein. Aber wahrscheinlich in unserem Schlafzimmer, oder? Da oben drauf? Nein. Ach. Ernsthaft? Da kommst du nicht... Aus Bett stehen konntest du dich nicht. Okay. This is it. Should come in handy. Wie bleibst du so unglaublich ruhig? Bei der ganzen Scheiße, die du erlebst. Jetzt hast du irgendeinen gottgesegneten Dolch. Okay, ich bin jetzt unsere Frau. Was zur Hölle? Ich bin unsere Frau, sieht man gerade in den Fingernägeln. Das haben sie ganz cool gemacht, wenn man sie wirklich sieht. Aber ist das vielleicht der Moment, wo sie verschwunden ist und den spielen wir gerade einfach nochmal? Wahrscheinlich, ne? Die Kerze gibt sehr viel Licht. Alter, es ist dunkel hier. Okay, ich muss ehrlich sagen, hätte mich der Part im Spiel vorher nicht so unglaublich abgefuckt, alles mit dem Vieh, wäre das hier wahrscheinlich ziemlich gruselig und cool. Jetzt ist einfach ein bisschen... Ja, okay.
Immerhin kein Gegner gerade da. Oh, Jesus. Not bad. Not bad. Wer verfolgt mich? Irgendeine Hexe oder so? Wie lange müssen die langlaufen? Hallo? Person hinter mir. Okay, hier geht's weiter. Danke für den Blitz, damit ich sehe, wo ich langlaufe. Oh, hallo. Ich weiß nicht, was mit dem Faden auf sich hat, aber ich meine, der zeigt offensichtlich den richtigen Weg. Ich gehe aber hier lang, ich will den Lichtern nicht folgen. Fuck die Lichter. Was ist das überhaupt für ein Haus? Alter, wie hoch die Decken sind. Holy fuck. Okay. Really? Ah. Doch nicht. Ernsthaft. Mir ist der Weg hier hingelaufen, ich kann nicht mal rein. Na gut, dann laufen wir ganz langsam schleichend wieder zurück. Wir können übrigens gar nicht sprinten, wir können nur schleichen. Hinknien kann ich mich auch. Geht das schneller als gehen? Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, es geht schneller. Dann bewege ich mich lieber so. Ich bin sehr klein und unauffällig. Aha. Dich steche ich ab. Dich werde ich sowas und abstechen. Vielleicht stehe ich auch nicht ab. Würde mein schönes Messer kaputt machen. Das heilige Messerchen. Hallo? Muss ich reingucken? Ich bin einfach nur zwei fliegende Gegenstände. Ich bin nicht meine Person. Oh fuck. Ich bin gerade schon ein bisschen erschrocken. Hey, bin ich hier falsch? Mich raus. Okay. Okay, ist halt schon ziemlich gruselig. Uff, okay. Oh, ich hab den Schlüssel nicht. Das heißt, da war eben irgendwo ein Schlüssel in dem Raum. Dann gehen wir nochmal zurück. Und schauen mal nach. Der Stromschalter, der funktioniert bestimmt. Oh. Auch gut. Da macht sich jemand ziemlich Spaß mit uns, oder was? Da lässt uns jemand gerne leiden. Okay, man wird jetzt ziemlich nervös. Das Haus ist sehr groß. Sehr, 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 sehr groß. Da kann ich nicht lang. Kann ich hier rein? Nein. Man sieht halt fast gar nichts. Ich lass lieber mal an. Hallo? Okay, hier sind definitiv irgendwelche Dämonenrituale vollführt worden. Schon verstanden. Nicht so nett. Ich kann in so einem dunklen Haus leben. Schrecklich. Okay, hier lang. Oh, what? Ich laufe auf irgendwas zu, was mir nicht gefällt. No. No gefalla. Hallo? Ah, eine blutige Maske oder ein Helm oder was immer das ist. What? Muss ich da hin? Vielleicht muss ich jetzt hier hoch. Bin ich einmal im Kreis gelaufen? Okay, wenn man im Spiel so langsam läuft, sollte man vielleicht nicht überall Wege hinbauen, wo man nicht lang muss, weil dann dauert es wirklich ewig, bis du da wieder wegkommst. Aber hey. Dann schauen wir mal hier rechts. War ich überhaupt schon? Ist es einfach nur, sieht der Weg genauso aus wie eben, weil eben kann ich zumindest auf die Tür draufdrücken.
nicht rein? Nein. Du bist so eine Puppe? Bitte sag mir, du bist eine Puppe. Oh, die sehen so gruselig aus. Oh, wow. Das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Hallo? Ja, wir sollten uns wegbewegen. Ich sollte dringend hier weg. No, 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 das ist schlecht, das ist schlecht. Hallo? Leave me alone! Ich kann nur meine Maus bewegen. What the fuck? Okay, really? Oh, really? 5 Stunden lang und das Ende ist to be continued? Oh. Okay, ich bewerte es einfach, als ob es ein komplettes Spiel gewesen wäre. Das hat 20 Euro gekostet. Das ist eigentlich, das hat 5 Stunden gedauert, Mann. Okay, das Ende ist ja mal extrem enttäuschend. Wow. Und davon abgesehen, mit was hat das unsere Frau überhaupt zu tun gehabt? Irgendeinem Fluch oder irgendeinem Vieh jetzt halt. Ich meine, die wirkt eher wie ein Mensch, die irgendwas anbetet oder sowas, und irgendein Ritual, irgendwas in der Richtung. Die ganzen anderen Sachen, die anderen Personen waren halt einfach die Gegner und die Geschichten von denen wurden ja erklärt, warum sie da waren. Aber was mit unserer Frau war, macht, ich weiß nicht, warum die Frau in der gleichen Welt ist. Ach, egal. Das ist, es war ein ziemlich poliertes Horrorspiel. Das heißt, Animationen waren gut, Grafik war gut, alles wirkte gut, die Spielumgebung war schön, Sounds waren gut, aber das, wenn man das alles wegnehmen würde, das Spiel selbst war ziemlich mies. Das Spiel selbst war wirklich ziemlich mies, muss ich sagen. Das Spiel, ich weiß, das hat einen ziemlichen Hype und alle finden das richtig geil. Kann ich tatsächlich nicht so nachvollziehen. Gruselig war es nicht wirklich, ab und zu ein bisschen, ab und zu hat es gute, gruselige Szenen gehabt, vor allem am Anfang noch. Aber warum dachten die, es wäre eine gute Idee, 4 oder 5 Stunden lang den gleichen Gegner in den gleichen Szenen zu benutzen? Es war immer das Gleiche, es war immer, oh, du bist in einem neuen Gebiet, hier sind 3 Gegenstände, die du finden musst, oder 3 Sachen, die du erledigen musst, drück den Schalter, irgendwie sowas, und währenddessen kriecht der Gegner die ganze Zeit im Kreis hier rum. Wenn man das haben will, kann man Outlast spielen. Und das ist besser. Da kann man von den Gegnern wegrennen, da kann man sich besser verstecken. Hier warst du einfach, wenn du einmal gesehen hast, bist du im Prinzip tot. Außer neben dir, im Umkreis von 2 Meter drumherum, steht ein Schrank, in dem du dich dann verstecken kannst. Dann musst du wieder 10 Minuten warten, bis sie langsam sich wegbewegt und dann hast du wieder geschafft. Ja, es war halt irgendwie... Ich fand's nicht so gut. Es ist ein Spiel, ich würde ihm jetzt 5 von 10 geben und das ist schon relativ nett, wegen, das ist einfach wegen, weil es ein gutes Spiel, naja, weil es ein gutes... Wie soll man es erklären? Es ist sehr poliert. Also alles, was alles Äußerliche ist sehr gut, aber das Gameplay an sich ist ziemlich kacke. Und die Story fand ich jetzt auch nicht so interessant, um echt zu sein. Hm. Dreadout ist besser. Dreadout ist viel besser. Wenn ihr, also wenn ihr mal ein gutes asiatisches Horrorspiel sehen wollt, guckt Dreadout. Ich habe euch jetzt hier verlinkt. Mein Patreon ist auch verlinkt. Bitte lasst einen Daumen nach oben. Da dafür sich jetzt, ich glaube, 6 Stunden hat es jetzt gedauert. Ey, ich dachte, ich kann, oh, vielleicht kann ich mal kurz für 2 Stunden kurz einen Einteiler aufnehmen. Und dann habe ich das für die Woche jetzt auch schon. Das ist doch schön. Das brauche ich mal schnell. Und dann dauert es einfach 5 oder 6 Wochen. Oh Gott. Fast so schlimm wie hier der Book Club. Wie hieß das? Literature Club. Doki Doki Literature Club, glaube ich. Das hat auch ewig gedauert. Okay, gut. Das war Home Sweet Home. Ich glaube Episode 2. Mal gucken. Vielleicht mal jetzt auch als Einteiler. Ich fand es aber jetzt echt nicht so krass. Schreibt mal selbst in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Ich glaube, es kommt nicht allen so schlimm rüber, wenn ich es jetzt zusammengeschnitten habe. Weil stell dir einfach vor, zwischen den... Ich weiß nicht, 2, 3 Stunden, die das Video dauert, sind 3 Stunden weggeschnitten, wo ich einfach nur komplett abgefuckt war, weil mich dieses Vieh die ganze Zeit erwischt hat oder weil es einfach zu lange gedauert hat, bis sie weggelaufen ist. Gut, naja, whatever. Das war Home Sweet Home. Lasst einen Daumen nach oben da. Und in der Beschreibung ist eine Bewertung, wo ihr das Spiel selbst bewerten könnt. Mal sehen, was ihr vom Spiel haltet. Ihr könnt es so bewerten, wie ihr es selbst findet. Ihr müsst ihn jetzt nicht schlecht bewerten, weil ich es nicht geil fand. Mal sehen. Vielleicht bin ich ja mal diesmal komplett unter dem Durchschnitt. Also bis dahin, Leute, euer Crowded. Bye, bye.